Hey, diese Ausgabe des Carpi-Podcasts wird dir präsentiert von der Angelzentrale Heriden, dem Traditionsgeschäft für Karpfenangler. Große Auswahl, schneller Versand und gute Preise. www.angelzentrale.de. Ein herzliches Willkommen zum Carpi-Podcast. Maurice Kaulbach, Marian Sura und Peter Schwedes nehmen euch mit bei ihrem ganz persönlichen Trash-Talk aus der Szene. Euch erwarten aktuelle Themen, Produkte, Tipps und vieles mehr. Wer jedes Wort auf die Goldwaage legt und kein Niveau-Limbo tanzen kann, der ist hier falsch. Das Ganze ist nicht immer bitter ernst, dafür mit viel Leidenschaft und einer großen Portion Humor. Stellt euch ganz einfach vor, ihr sitzt mit den dreien zusammen beim Angeln, lehnt euch zurück, öffnet ein Bierchen und hört den dreien zu. Und jetzt Mikro frei für die drei Kapitäne. Hallo, ich bin Mark Pitchers und ich wünsche euch alles Gute zur 10. Folge des Carpi Podcasts. Macht so weiter, auf dass noch viele Folgen werden. Euer Mark Pitchers. Stay Carpi. Ein herzliches Willkommen zum Carpi Podcast. Mein Name ist Peter Schwedes. Ich heiße Marian Sura. Und hier ist Maurice Kaulbach. Die 10. Folge. Die groß angekündigte. Die 10. Folge. Die 10. Folge, Jungs. Wir sitzen hier. Wir haben jetzt, das ist erst der dritte Podcast, wo wir uns in die Augen schauen können. Ja. Also, wir sitzen uns hier gegenüber am Ufer vom Main, ne? Angeln hier. Am großen Fluss. Am großen Fluss und nehmen die 10. Folge auf. Genau. Deshalb direkt schon mal am Anfang, wenn hier irgendwelche Störgeräusche sind, wundert euch nicht, wir sind jetzt halt in der Natur, ne? Und ja, nicht im Wohnzimmer. Lässt sich nicht vermeiden. Oder irgendwelche Spaziergänger hier vorbeigehen und fragen, ey, was macht ihr da? Wir sitzen nämlich hier quasi inmitten auf dem Weg, ja, umringt von ganz vielen Spaziergängern. Also wenn irgendwie mal was außerhalb der Reihe hier ist, wundert euch nicht. Oder die Hunde bellen, die Hunde sind nämlich dabei, die bewachen uns hier. Wir können ja auch welche dazu holen, ne? Wenn irgendwas ist, guck mal her, hier. Genau, sag mal hallo. Sag mal hallo. Wer bist du? Stell dich mal vor. Wir sind vom Fernsehen. Name, Adresse, Geschlechtskrankheiten. Ja. Ja, wir haben es ja groß angekündigt, ne? Also ich hoffe, die Windgeräusche sind nicht so laut. Das hoffe ich es auch. Es ist richtig windig. Aber wir reden einfach ein bisschen lauter. Das gehört jetzt einfach dazu. Wir sind ja ein Outdoor-Angel-Podcast. Genau, die Naturburschen. Wir sind die Naturburschen. Also wir haben es ja groß angekündigt. Ich habe ja den Mund ein bisschen voll genommen, habe gesagt, alles, was ihr schickt, das saufen wir. ich muss sagen, ein bisschen förmlicher. Trinken. Das trinken wir in Folge 10. Und ich muss eingestehen, wir haben schon ein bisschen vorgearbeitet. Ja, na, Jungs. Mussten wir auch, weil ich sage jetzt nicht, man kann das nicht alles trinken mit drei Leuten, aber halt nicht innerhalb von einem Podcast in 2 Stunden oder 3 Stunden oder wie lange wir auch immer hier aufnehmen. Das ist halt schon so ein hartes Tagesprogramm, würde ich sagen, wenn man das alles trinken will. Also ich behaupte, das würden wir nicht schaffen. Doch. Nee. Von morgens bis abends mit der guten Grundlage, zwischendurch ein bisschen essen. Jetzt sehe ich ja, wenn zwei sich streiten, regelt der dritte das. Müssen wir jetzt probieren, alles leer zu machen, oder? Dann hätten wir vielleicht ein bisschen früher anfangen sollen. Wir haben auf jeden Fall schon mal ein bisschen was verköstigt. Was haben wir denn schon verköstigt? Wir haben auf jeden Fall... Warte, bevor wir jetzt verköstigen, würde ich sagen, wir stoßen erstmal an. Jungs, was ist los? Ja. Das ist natürlich wieder hier. Also Jungs, also ich nehme jetzt hier, der Christian von Beauty Carbs hat uns ja so ein kleines Care-Paket geschickt, ne? Also unter anderem auch sind da Flaschenöffner dabei, wo Beauty Carbs draufsteht. Damit mache ich erstmal meine Flasche auf. Mach mal auf. So, und wer erzählt denn mal, was wir hier trinken? Das ist... Wer sagt denn? Wer liest das denn mal vor? Karpfenweiße. Bernsteinfarbenes Weißbier. Wir haben ja dem Christian sein Paket schon mal vorgestellt. Ja. Im Podcast. Und das, ja, da ist, es heißt wirklich Karpfenweiße. Total geil. Passt ja auch thematisch sehr, sehr gut. Und das werden wir jetzt mal verköstigen. So, das hat den European Beer Star bekommen. Der war gut geploppt. Ja, gut geploppt. Wer ploppt, schon, der poppt. Also bei mir hat es so gezischt. Jetzt ich. Ah, auch nicht schlecht. Fantastisch. Bier aufmachen war schon immer eine unserer Stärken, oder Marian? Cheers.
Cheers. Hier, Peter, auf uns, auf die 10. Folge, auf Folge euch 10. alle. Auf Folge 10. Auf euch, auf alle Zuhörer. Genau. Auf alle, die mitgemacht haben, auf alle, die Pakete geschickt haben, auf alle. Genau. Auf alle, die zuhören. Ja, genau. Mega. Also, Prost. Hier, jetzt Männers. Karpfenbier. Karpfenbier. Geil. Au. Oh. Oh. Also, ich muss jetzt sagen, ich habe ja schon im... Aber das wir vorgestellt haben, gesagt, dass Weißbier so gar nichts für mich ist, aber das hier geht wirklich, ne? Ist halt wie eine Mahlzeit, ne? Familie Wirt. Boah. Der Karpfen muss schwimmen, steht hinten drauf. Was? Sehr schön, ja, ja. Steht das da? Ja, ja. Wir haben jetzt überhaupt schon über die Flasche gesprochen, die der Christian uns geschickt hat. Der Karpfen muss schwimmen, sagt man in der fränkischen Küche im Eischgrund. Deswegen haben wir für diesen echten Hochgenuss ein ganz besonderes Bier erschaffen. Unsere Karpfenweiße. Für die Kran, frisch und fruchtig, ergänzt sie unser zum Löwenbräu Leibgericht und bringt zu dir bla 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 bla. Zitrusaromen ins Spiel. Zitrus, hast du Zitrus? Hast du Zitrus? Ja klar, merke ich direkt. Also bei mir ist, ich habe immer, also Christian, sei mir nicht sauer, aber wenn ich hier so Weißbier trinke, ey, buh, da fühle ich mich immer ganz schön aufgebläht, ey. Kennt ihr das? Ja, ich bin da, wie gesagt, eigentlich auch kein Freund von, aber... Wir müssen es ja trinken. Ja. Ich wollte gerade sagen, wir haben es ja groß angekündigt und Freibier ist das beste Bier, ne? Da darf man sich nicht beschweren. Da wir alle Freibiergesichter sind, also das soll auch nicht abreißen, erst mit der 10. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Ich finde das geil. Ja, ja, nee, ich finde das für einen Weizen finde ich es auch gut. Ich bin auch positiv irgendwie angetan davon. Also, wir trinken das jetzt mal. Ein ganz edler Tropfen. Ein ganz edler Tropfen, genau. Sagt Podcast er. Verpflichtet. Podcast verpflichtet. Prost. Cheers, Männers. Freunde. Ja, wir haben dann vorher auch noch ein Anti-Aging-Bier getrunken, weil wir haben ein bisschen vorgearbeitet. Wir haben nämlich Anti-Aging-Bier bekommen. Ja, wir haben gedacht, wir trinken halt vorher das Anti-Aging-Bier, weil das ja, das dann, war mit Spirulina. Ja, das also, ist auch in Boilies drin. Geschmeckt. Ja, und das war, also ja, in guten Boilies. Gewöhnungsbedürftig, aber irgendwie... Ein Boilie-Bier. Ein Boilie-Bier. Aber ich sag mal, das, die letzte Hälfte, die war dann lecker, ne? Man ja, musste sich ja, ein bisschen dran gewöhnen. Ja, wollte gerade sagen, das ist wie so Kirmesbier, so, ne? Die ersten drei musste ich auch zwingen und danach willst du nichts anderes mehr. Ja, also war doch gut. Ja, lies mal vor, was er uns geschrieben hat. Ja. Moin, ihr drei Kapitäne. Hiermit will ich mich einfach mal für den ganzen KP-Content bedanken. Zudem möchte ich mich auch bei den Leuten bedanken, die mir mit ihren geilen Memes jedes Mal zum Lachen oder gar Totlachen bringen. Angesichts eures Alters, in Klammern abgesehen vom Sura, ja, habe ich euch das einzigartige Anti-Aging-Bier zukommen lassen. Unser Nesthäkchen. Das ist Altersshaming, das ist doch nicht in Ordnung. Und ja, ich bin doch der Einzige, der über 40 ist. Ja. Bin ich der Einzige, ne? Ja. Einmal beim Sura sind ja gerade mal die Schamhaare gegen die Unterhose gestoßen, ey. Und bei dir? Ich bin 28. Du bist 28, ja. Bei dir, wie hat mein Opa immer gesagt, auf der Autobahn wächst kein Gras. So, Anti-Aging-Bier. Zudem will ich euch die beste rote Fassbrause zeigen. Und nein, Peter, diesmal kommt das Beste auch nicht aus Darmstadt, sondern aus der Klosterbrauerei Neuzelle, ein Ort nahe meiner Heimat. Befeuchtet wohl eure Kehlen und lasst es euch schmecken. PS, mich würde es sehr antörnen, wenn sich das Kapikätzchen in eurem Namen bei mir bedanken würde. In diesem Sinne, wer ploppt, der poppt. Ja. Hugo Bengsch. Ja, vielen Dank. Wie ist der Name? Hugo Bengsch. Ah, Hugo, vielen Dank. Vielen Dank. Nummer. Richtig gut. Also die Fassbrause, würde ich sagen, die trinken wir morgen. Ja. So ein bisschen so als Konter, ja, oder? Ja, als Konter, morgen früh. So was Süßes ist immer lecker dann. Ja, ja. Also jetzt fährt hier gerade so ein riesen Dampfer im Hintergrund vorbei. Ja. Also ihr seid real dabei. Es ist echtes Angeln hier, ne? Ja. Es ist echtes Angeln. Ich bin echt gespannt, wann der Erste hier vorbeigeht und uns irgendwie anquatscht und sagt, was macht ihr denn die da? Die gucken schon, die gucken alle ein bisschen doof. Ey. Wir labern hier auch wie so drei, die irgendwie bei betreuten Wohnen ausgebrochen sind mit dem Mikrofon hier irgendwo am Spaziergängerweg, ey. Ja, guck mal, jetzt kommt hier ein Pärchen an. Wir würden es mit den Paketen einfach so machen, dass wir jetzt einfach mal unsere Rubriken durchgehen, so was wir so immer machen, und dann immer, wenn die Flasche leer ist, ein neues Paket öffnen, oder? Genau. Wollen wir das machen? Und so machen wir das. Und wegen dem Hinweis oder der Frage nach den Kapikätzchen, keine Sorge, ist Folge 10. Unsere Kapikätzchen werden sich auch noch später zu Wort melden. Ja, oder eines unserer Kapikätzchen. Oh, da hat's gepiepst. Piepst. Aber das war das Boot. Alles piepst. Alles piepst. Ja. Ja, Jungs. Weiter im Text. Ja, Jungs. Wollen wir mal mit der Rubrik anfangen? Wer war denn angeln?
Wir sitzen gerade beim Angeln. Lass uns da vielleicht erstmal erzählen, was jetzt hier passiert ist. Also, ja. Heute ist Samstag. Marian und ich, wir haben uns gestern schon hier getroffen. Und, Und der Maurice ist eben erst gekommen, ne? Ja, ich hatte gestern noch Jahreshauptversammlung vom Angelverein. Ja, du bist ja der Einzige von uns, der wirklich auch Vorstandsarbeit macht, der halt diese, die ja, von uns gepredigte Vereinsarbeit auch wirklich lebt, ne? Ja, und da hatten wir gestern Sitzung und als zweiter Vorsitzender darf man da natürlich nicht fehlen. Ja. Wow, und, Herr Präsident. Ja. Naja, okay, also Sura und ich, wir haben hier schon mal alles hochgehalten. Wir haben gestern den Scotty-Grill hier schön befeuert mit Spare-Ribs und ey, das war auch noch so ein fieses Riesenlappenfleisch, den wir da gegessen haben mit so einer Barbecue-Soße. Filet, ne? Nee, Filet war das, glaube ich, nicht. Wir haben auf jeden Fall alles gestern. Haben alles gegessen, ey. Thunfischcreme, Antipasti, Spare-Ribs. Haben uns auch seit März nicht mehr gesehen, ne? Kann das sein? Leider ja. Seit März. Also seitdem wir den letzten, den Folge 2 aufgenommen haben, haben wir uns nicht mehr gesehen. Ich hatte noch ein bisschen Kronenburg von meiner Frankreich-Tour noch dabei, die haben wir getrunken, ne? Und gut gegessen und es hat auch nicht lange gedauert, dann hat schon hier bei mir die Rute gezubbelt, ne? Korrekt. Einen schönen Fulli gefangen, also auch ganz interessant, hier fährt so ein riesen Pott drüber und wir gucken, also ja, da piept immer alles hier, also die Swinger fallen runter und es zerrt an der Schnur, Gegenströmung, Rückströmung, überall Strömung, alles wirbelt durcheinander und auf einmal rennt wirklich... wo das Boot über der Rute war, volle Kanne die Rute ab. Ich habe echt im ersten Moment gedacht, da hängt irgendwie die Schnur in dem Boot drin oder so. Ne? Aber es war dann der kleine Beauty. Kein Riese, was schätzt du? Also ich schätze wieder 25 Kilo, du schätzt? Du schätzt besser nicht. Marian, realistische Einschätzung bitte. Naja. 8 Kilo. Aber ein sehr schöner Fisch. Habt ihr mir gestern Abend noch das Bild geschickt? Sehr schöner Fisch. Bei sehr so einem Fisch ist das Gewicht egal. Ja, Gewicht ist nie egal, ey. Gewicht ist nie egal. Das liest man doch immer. Ich sag mal so, ein paar Kilo mehr hätten nicht schlechter gemacht. Ja, ne? So 20. Boah. Nein, aber geiler Fisch. Ja, vor allem geiler Einstand. Ja, alles ja, voll. Easy. So, was ist bis dahin passiert? Ich muss ganz ehrlich eingestehen, ich habe irgendwann mal so beim siebten Run habe ich irgendwie aufgehört zu zählen. Ich schätze mal, ich habe jetzt so 12 oder 13 Runs. Bites bekommen. Ja. Also ich habe ein paar verloren. Ein Paddler ist mir in die Schnur, der hat mit seiner Finne mir dann die Schnur abgerissen. Ich habe probiert noch loszumachen, aber der ist dann abgerissen. Dann welche, wo ich einfach einen Full Run hatte, dann hat es aufgehört. Da war einfach nur das Blei weg und nichts dran. Aber dann, ich müsste jetzt so 8, 9, 10 Fische haben ungefähr, ne? So um den Dreh. Ich hab's wirklich nicht. Also ich glaube, du hast 9 Fische und 13 Bisse. Habe ich wirklich 4 Stück verloren? Ja klar, doch, kommt hin, ja. So, kommt genau. Hin, ja. Und ich bin heute Morgen wach geworden, so um 6:30, 7:15, weil ich tatsächlich Peters Bissanzeiger gehört habe und dachte, ach cool, der hat bestimmt einen Biss, stehst du mal auf, bin rüber und so war es auch. Und Peter sah ganz schön fettig aus und ich sag, Alter, was ist los? Ey, gar nicht geschlafen, ey. Ey, oh, 6 Bisse die Nacht. Ich sag, willst du mich verarschen? Ja. So, und jetzt haben wir, wie viel Uhr haben wir? 16 Uhr, ist ja auch egal. Peter auf jeden Fall 13 Bisse. Wir angeln ungefähr 80 Meter auseinander, sag ich mal. Ach, noch nicht mal. Noch nicht mal 50 Meter. Ach, das sind ja, die Routen liegen vielleicht 20 Meter auseinander oder so. So, Sura, ein Biss. Ja, und was ist mit dem Biss passiert? Abgerissen. Ey, total scheiße. Ich war heute Morgen, als ich dann wach war und Peter die Ruten, also gerade den Fisch hatte und auch Ruten neu gemacht habe, ich denke, komm, schnapp dir das Boot, fahr raus, leg die Ruten neu. Bin rausgefahren, hab geguckt, Köder kontrolliert, war eigentlich noch alles geil. Hab dann eine Rute noch aus dem Boot kurz so rausgeschnickt, fahr zum Ufer und dachte noch so beim Zurückfahren, gerade so die aufgehende Sonne, oh, was wäre das geil, jetzt einen Biss zu kriegen. Schön in der aufgehenden Sonne hier mitten auf dem Fluss drillen, geile Stimmung, in einem kleinen Boot, geile Stimmung, ne? Und ohne Scheiß, 10 Minuten später kriege ich einen Biss und denke, ja, ja. Und dann ist das Ding einfach... Jetzt zeigst du es in Schweden. Ja, zeigst du wieder eine Dicke. Und dann am Arsch, weg, gerissen. Da ist er hier mit seinem Schlauchbötchen, ist er hier rum und hat sich erst im Kreis gedreht. Und scheiße, der zieht immer, aber ich kriege ihn nicht weg. Boah, das war furchtbar, ja. Weil der hing und egal aus welchem Winkel ich mit dem Boot hingestellt habe, es ging nichts. Aber ich habe den Fisch halt immer gemerkt und das ist richtig beschissen. Das ist eine Katastrophe, das macht dich wahnsinnig, ey. Ja, vor allem, weil du halt einfach weißt, der Fisch mit jetzt erstmal mit dem Rotz hier rum, ne? Ja, das war ja auch eben, wo dieser Kanufahrer rein ist, mit der Finne dran hing.
ich wusste echt nicht mehr, in welche Richtung ich da abwickeln sollte. Und ich habe immer gemerkt, dass der Fisch so an der Schnur noch gezogen hat. Und irgendwann bin ich mit der Schnur mal kurz über die Finne gekommen und die war so scharf, kein Wasser ab. Einfach weg. Batsch. Ich habe noch, die ist mir noch aus der Hand. Ich habe noch gesagt, Jungs, ne? Ja. Ey, ich habe die noch in der Hand und dann hat er so gezogen und dann weg. Scheiße. Aber jetzt trotzdem mal, vielleicht können wir das ganz kurz mal anschneiden. Wie funktioniert das? Erklär das mir. Wie kann es sein, dass du oder dass wir, ich sag mal, wir angeln, klar, wir haben jetzt das Glück, ne? Wir angeln beide mit Straubing und wir angeln beide eigentlich dieselben Köder durchweg. Und wie kann es sein, dass wir nur so wenige Meter auseinander liegen und du, ich meine, ist ja nicht so, dass du zwei Bisse hattest und ich keinen oder du hattest vier und ich hatte nur zwei, sondern wir reden hier von 13 Runs zu eins. Also es gibt ja da, also beim Flussangeln gibt es ja immer mehrere Theorien, ne? Dass die Fische immer gegen den Strom fressen. Ich persönlich halte das für völligen Schwachsinn, weil wir haben hier an der Stelle schon so oft mit zwei, drei, vier Leuten geangelt und es hat dann immer jeder gefangen. Also es war völlig durcheinander, egal welche Route, ob links, rechts, ja, manchmal auch in der Mitte. Und also es war wirklich völlig egal, ne? Also es ist ja sehr breit und tief und also von daher war das echt immer egal. Und jetzt auch bei meinen Routen, also es war jetzt auch nicht nur die rechte Route, die stromabwärts liegt, sondern halt erst hat immer nur die linke gebissen, dann auf einmal die rechte und dann halt immer abwechselnd. Also das war eigentlich total egal. Aber mein, klar, die Theorie, die Beißen kommen immer von unten hochgeschwommen, finde ich logisch gedacht völliger Schwachsinn, weil die Fische müssen ja auch irgendwann wieder runterschwimmen. Also 13 zu 1 ist auf jeden Fall eine heftige Klatsche. Das ist schon, auch sehr ungewöhnlich. Ne? Wenn du gerade sagst, dieselben Köder quasi auf selber Höhe fast, ne? Das ist schon strange. Ich kann das halt einfach besser. Wahrscheinlich hast du so ein paar Klosteine reingeworfen. Ja, das wird sein. Schön klein halten die Jungs, ne? Nee, das ist ja, also übermütig werden. Rechts, ne? Ja, aber was ich halt anders gemacht habe, also du bist ja gestern rausgefahren, hast einfach so einen Foxeimer umgedreht, ne? Ja gut, aber auch ungefähr auf 100 Meter. Ja, ja. Aber ich habe dann einfach nur meine Routen halt, also wie gesagt, ein bisschen weiter unterhalb hingeworfen. Du warst aber auch hier füttern vor ein paar Tagen noch, oder? Ja, natürlich. Ich fütter hier immer, ne? So. Ich fütter hier immer. Naja, alle Spekulationen. Fakt ist auf jeden Fall 13 zu 1. Ich glaube nicht, dass ich das bis morgen aufgeholt bekomme. Maui, oder was denkst du? Ja, ich hab Hoffnung. Naja, weil, ja, genau. Der Peter weil ist ja eben schon mal, ich fange nämlich da noch einen ganz dicken. Und der Peter ist ja eben mal hier kurz weggenickt. Und wenn der heute Abend, wenn der gleich wieder kurz einschläft, dann drehen wir einfach seine Routen raus, dann ist hier Ruhe. Ja. Aber auch ganz interessant, also ich meine, das hört sich jetzt wahnsinnig viel an, aber es war halt nichts Großes dabei. Also ich meine, den einen, den wir abgelichtet haben, der wird so ja, 15 Kilo gehabt haben, schätze ich mal. Also ich habe jetzt wirklich... Nicht. Komm, mach ja, dann schätzt ja, du. Ja, doch. Der haut schon hin. Das haut schon hin, 15 Kilo. Ja. Ich habe einen Kraser gehabt, der war erheblich größer. Also das war, glaube ich, mein größter Kraser bis jetzt. Das war ein Riesenteil. Also ich schätze, der war schon echt groß. Für zwischen 25 und 30 Kilo. Das war echt schlimm. Das ist so geil. Letzte Folge reden wir noch über dieses Schätzen. Ja, er ist immer am Schätzen. Und ich sag noch, man darf nicht schätzen und der Schwede schätzt in einer ja, Tour. Ja, immer, ne? Ey, ja, wiegen gehört dazu, ja, ja. Wie beim Raubfischangeln das messen. Ja, ich schätze den Fisch so auf 15, 20, 20, 25. Das ist so geil. Ey, ich habe aber auch echt, ich weiß auch nicht, ich hab auch eine Waage dabei, ich habe alles dabei. Aber irgendwie macht man es nicht. Irgendwie aber weil es ein Graser war. Du bist irgendwie Anti-Graser. Ja, boah, dieser stinke Asia-Döbel da. Super. Boah, und dann hat der da so gezappelt und, oh, und dann willst du den schnell loswerden, weil die sind ja auch so empfindlich und so. Obwohl das sind so miese Köter. Ja? Also die sagen ja immer, boah, Kraser, schnell zurücksetzen. Die verrecken sofort. Blödsinn. Die verstellen das. Das sind Schauspieler, sind das nur. Das ist so, wie sie drillen. Weißt du, so wie so Drillen, die lassen sich ranziehen, wie so ein schlaffer Pimmel. Und dann willst du keschern, dann explodieren die. Wie mein Zelt. Ja, dann explodieren die und dann zerreißen die jeglichen Kescher. Und so ist es auch beim Zurücksetzen. Dann liegen die da und ich kann im Meer und liege auf dem Rücken und scheiße. Die sind eine Brasse, ne? Ja. Die machen das auch manchmal, ne? Da stellen ja, die sich scheiße tot. Und dann gehst du hin, und packst sie an. Dann donnern die 70 Meter, weißt, auf der Schwanzflosse bis in die Flussmitte und sind weg. Boah, diese miesen Viecher. Aber das war echt schon ein Brocken. Ey. Der war auch extrem voll und er hat... Wie groß, was schätze? Ah, ich schätze jetzt so 35 bis 85 Kilo. Ey. Und ungefähr so 1,80 Meter bis 2,72 Meter. Ja, auf jeden Fall ein fettes Vieh. Ey. Der war ganz schön dick. Ey, ne? Also
alle Graser, die ich bis jetzt hier hatte, die waren relativ schlank und ja, ich sag mal allerhöchstens so 22, 23 Kilo. Und diese richtig fetten Viecher, die habe ich eigentlich immer nur im Rhein gefangen, ja? Die so richtig voll prall waren und dann so richtig, also diese über 25 Kilo eigentlich immer nur im Rhein. Und das war so ein typischer Rheingraser. Aber ja. Gut, ihr hört, hier ist einiges los. Ich bin mal gespannt, was sich jetzt hier heute Nachmittag und morgen so tut. Ja. Wer war denn noch angeln? Also ich war in der Zwischenzeit zwischen Folge 9 und 10 nicht mehr angeln. Das ist jetzt meine erste Session wieder. Marian, du? Ich war auf Hochzeiten. Hochzeiten? Auf mehreren Hochzeiten. Du hast auf mehreren Hochzeiten getanzt. Ich hatte voll die sozialen Verpflichtungen im Juli. Könnt ihr euch nicht vorstellen. Ein Wochenende Hochzeit, darauf das Wochenende, drei Tage weg, auch Hochzeit. Boah, voll Katastrophe. Voll viel Action. Ja, also ich war Juli ja auch gar nichts gemacht. Ich war ja auch im Urlaub zwischendurch. Ja, ich war ja auch im Urlaub, war eine Runde Radfahren. Ich habe ja auf Alp d'Huez auch einen Schuppenkarpfen gefangen. Naja, haben wir ja gepostet. Ja, auf der Carpi-Instagram-Seite könnt ihr euch den angucken. Ich bin ja 21.17 da hochgefahren und oben habe ich da mal schnell meinen Enzym-HD-Boily da reingehalten. Was hat er gehabt? Überschätzt. Ja, der war gut. 19 bis... Also zwischen 19 und 33 Kilo gehabt. Ja, wie groß schätze? Irgendwas so zwischen 10 und 40 Pfund. Schwierig. Ey, der Sura ist so ein Minuskumpel, ey. Weißt du, der fällt einem immer in den Rücken, ey. Weißt du? Ohne Scheiß. Fällt einem Rücken. Aber sagt der, der mir eben seinen Pimmel auf den Kopf legt. Von hinten. Ich wollte gerade sagen, ihr tut euch da beide nichts, ne? Also, liebe Zuhörer, wie man merkt, also wir sind in Stimmung, ne? Also wir haben schon vor, aber sowas wir von. Sind in Stimmung. Wir sind aber in sowas Stimmung. Von. Ich trinke einen Schluck hier von dem leckeren Karpfenweiße. Also ich war auch noch im Family-Urlaub war ich gewesen. Ich war eine Woche auf Kreta gewesen, in Griechenland. Und da waren wir auch an einem Natursee, der Lake Kurnas heißt der. Mega geiler See. Sind wir mit so einem Bootchen rumgefahren, komplett voll mit Fisch. Alles voll, hunderte von Goldfischen. Also ich glaube, den größten, den ich gesehen habe, der hat 2 Pfund gehabt. Aber alles voller Goldfische, ey. Und Schildkröten. So, das war das, was bei mir passiert ist. Und dann jetzt hier mit den, wo der Sura nichts fängt und ich halt so viele, ne? Ja. Ein Biss hatte ich schon mal. Ein Biss, immerhin, ne? Alter, ohne Scheiß, ein bisschen beruhigt mich halt. Wenigstens kann ich sagen, ich hatte einen Biss. Ja. Ja, was ist da passiert nochmal mit dem Biss? Ja gut, ist halt nichts passiert. Ich konnte diesen Anbiss nicht verwerten. Aber trotzdem habe ich ein bisschen gekriegt. Ich helfe dir das nächste Mal. Wenn das nächste Mal wächst, dann helfe ich dir ein bisschen. Ich gehe dir ein bisschen zur Hand, mein junger Freund. Ne? Der liegt dir wieder irgendwas auf dem Kopf drauf. Jungs, lass uns doch mal hier das Karpfenweiße anstellen. Ja. Bernsteinfarbenes Weißbier. Oh, der Sucht hat guten Zug drauf hier. Ich finde das gut hier. Cheers. Du musst das trinken, solange das kalt ist. Auf dem Beauty Carp. Auf dem Beauty Carp. Danke für das schöne Paket. Mega geil, ja. Super. Wir haben auch hier schon einen Luftballon aufgeblasen. Den Rest kriegen meine Mädels. Vor allem also so ein Schlüsselanhänger, der aussieht wie ein Karpfen, finde ich super. Ja. Können wir auch mal posten. Also richtig geile Ausstattung. Also mitgedacht, ne? Da denkt einer mit. Hey. Ja. Ja. Kapitän Kauber. Kapitän Kauber. Was angeln, ne? Kapitän Kauber war in Frankreich. Jo. Ach, stimmt. Ey, mit wem? mit wem nochmal? Mit meiner Freundin, mit der Jenny. Mit wem? Aber mit meiner Freundin. Hallo, unser Management hat doch gesagt, wir sollen unsere Frau nicht mehr erwähnen. Ja, stimmt. Unsere Spielerfrauen. Wie so eine Boyband. Wir haben ja schon mal gesagt, wie so eine Boygroup. Ja. Man muss immer Singles sein. Ja. Wir sind immer Singles, weil sonst springen uns die weiblichen Zuhörer ab. Aber sind sie ja schon, haben wir ja schon gemerkt. Ne? Hab ich ja letzte schon gesagt, seit ich das gesagt habe, ist hier rum. Die Spielerfrauen. Ja. Allesamt Schmuckdesignerin. Was machen die sonst noch so? Machen die doch immer, ne? Die Fußballweiber sind alle Schmuckdesignerinnen. Ja, echt? Ja, fast alle. Durchweg. Okay. Machen irgend so einen Schrott. Das ist mir noch nie aufgefallen, ey. Perlenketten. Ich war mit meinem Mädel in Frankreich. Und ich glaube wirklich, man ist immer so schwer, das zu werten, ne? Aber ich glaube, das war der entspannteste und coolste Angelurlaub, den ich bis jetzt gemacht habe. Ja? So vom Grundsetting her. Ich habe mich selten so wohl gefühlt wie in diesem Urlaub. Aber es ist natürlich immer eine Riesenrödelei, wenn du mit jemandem angeln fährst, jemanden mitnimmst, der nicht angelt. Ne? Ja, wobei Jenny natürlich mitgekommen ist, um auch da mal zu angeln. Ne? Habe ich ja schon im letzten Podcast gesagt. Wir sind ja dann, sie kann ja, kannst ja in Frankreich angeln ohne Schein. Und dann habe ich ja auch wie in der Folge 9 erwähnt, mir halt auch eine Region oder ein Gewässer ausgesucht, wo man auch was fängt, sagen wir mal so. Ne? Ja. Wie zu erwarten, keine großen Fische, der See ist recht groß, knapp 200 Hektar
Und es sind halt eine Handvoll richtig große Fische drin, aber die da rauszupicken. Also es war von Anfang an, bin ich mit der Prämisse dahin gefahren, Hauptsache eine gute Zeit und ein paar Bisse. Mhm. Und ja, genau ist es auch gekommen. Wir sind gestartet, wie immer viel zu spät. Ewige Rödeleien im Auto, weil da musste ja auch einiges rein. Weil ich immer, wenn ich nach Frankreich fahre, ich hasse einkaufen fahren, wenn ich am See bin. Ich mache das immer so, dass ich alles mitnehme, was man braucht. Echt? Alles. Aber da muss ich direkt eingrätschen. Für mich gibt es auch nichts Schlimmeres, als vorm oder beim Angeln einzukaufen. Ja, vor allen Dingen beim Angeln. Also du musst ja auch gucken, was du für ein Setting hast. Es ist ja nicht so, dass ich sage, ich fahre einen Kilometer und bin im Supermarkt. Du musst ja erstmal über den See rüber. Dann musst du dein Boot, ja, die Banane aufs Dach werfen, weil kannst du ja auch nicht da liegen lassen. Und in der Ecke, wo ich da bin, oder wo ich da war, ist der nächste Supermarkt auch weit. Und das ist einfach so, nee, ich will dann auch da bleiben. Ich finde auch so ein bisschen, das hat so ein Abenteuerfeeling, wenn du so sagst, okay, du musst alles dabei haben und so, ne, da darf nichts fehlen, weil wir fahren hier hin und dann bleiben wir da und dann ist alles mit dabei. Ja, du willst natürlich auch der Lady des Hauses auch was bieten, ne? Also ich meine, du willst ja da nicht irgendwie eine Woche lang Ravioli. Nee, genau, deshalb habe ich mir diesen Gaskühlschrank auch ausgeliehen, ne? Damit wir jeden Abend eine schöne Camping Kaulbach. Ja. Geil, ja, aber geil. Ey. Aber du lachst, aber wenn du das Ding mit hast, denkst du einfach nur, warum habe ich das noch nicht eher gemacht? Ohne Witz. Vollidiot. Ja, aber also ich verstehe, aber ich meine, du redest, du lobst ihn ja in höchsten Tönen, den haben wir ja jetzt hier auch dabei. Aber Peter, kalt ist es nicht. Ja, du hast ja wieder einen Denkfehler in der ganzen Angelegenheit. Ah ja, okay. Der ist ja erst seit kurzer Zeit angeschlossen. Ah ja, okay. Also wenn das Ding mal eine Zeit lang läuft, dann ist das auf jeden Fall kälter wie der Kühlschrank zu Hause. Ich muss den sogar irgendwann runterdrehen, aus Angst, dass da drin was einfriert. Also das funktioniert schon sehr gut. Okay, da bin ich ja mal gespannt, ob wir heute noch mit kalten Getränken... Ob wir heute noch ein kaltes Bier bekommen. Wollt ihr mir sagen, dass das nicht kalt ist? Das ist nicht kalt. Den Jungs kannst du es nicht recht machen, ne? Nee, also komm, hier, Prost. Ja, cheers. Es fängt nicht an zu weinen. Prost, es wird zu weinen. Schnauze da hinten. Ruhe auf den billigen Plätzen. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir machen mal weiter. Da sind wir halt viel zu spät losgekommen, war ja auch ein Berg Futter im Auto. Ich habe die halbe Rücksitzbank wieder ausbauen müssen, um alles reinzubekommen. Und ich erspare euch jetzt die Packgeschichte. Ich sage nur so viel, es war das erste Mal, dass ich selber gedacht habe, es wird verdammt schwierig, das alles mitzubekommen. So, ne? Du fährst ja ein Audi A4, ne? Nee, wir sind immer mit Jennys Auto gefahren. Was fährt die? Ein Twingo oder was? Ja, genau, ein Smart. Smart, for two. Nee, ist ein, weiß ich nicht, ein 6er Golf, 5er Golf, keine Ahnung. Kombi. Ja. Ist größer, ne? Ja, ist größer, ne? Haben wir den auch gepickt, so, ne? Das ist größer. Gepickt. Ich gesagt, wir fahren damit. War eine ewige Rödelei. Wir sind erst nachts um 2:30 auf der Autobahn, wobei ich eigentlich um 10 los wollte. Der Klassiker. Und dann waren wir auch beide müde. Wir haben auch den Tag davor die Folge 9 aufgenommen. Und dann bin ich auch echt spät ins Bett und früh raus und mega gestresst losgefahren. Und die ganze Fahrt über war auch so ein bisschen dieses Hochwasserding in meinem Kopf, weil ja überall... Das war gerade zu der Hochzeit, ne? Vor dem Hochwasser. Genau. War das, ja. Ich konnte keine Informationen bekommen, wie es da aussieht. Ich hatte so ein bisschen Sorge, weil ja viele Seen auch massiv gestiegen sind. Und gerade so ein Stausee, dann könnte ich, habe ich schon gedacht, vielleicht sagen sie, ey, bevor jetzt der nächste Bach geflutet wird, stauen wir den See mal ein bisschen höher. Und ich hatte so ein bisschen Sorge, dass das Wasser irgendwie im Wald drin steht und wir gar nicht aufbauen können. Hm. Und desto näher wir gekommen sind, desto nervöser wurde ich, weil auf dem Weg dahin waren noch ein paar kleinere Seen, die alle proppevoll aussahen mit Wasser. Und dann kommen wir da morgens früh an. Und es war so ein Nebel auf diesem See. Das war übrigens auch der See, wo ich erzählt habe, wo... Immer Nebel. Wollte gerade sagen, da liegt der Nebel. Der ist sogar Nebel, wenn kein Nebel ist. Sagen, da liegt der Nebel tief. Das ist der See, wo ich auch erzählt hatte, dass wir da ohne GPS nie wieder ein Ufer gefunden hätten, wo ich das letzte Mal da war. Ja, der eine Kumpel, der fährt da immer noch im Kreis und sucht das Ufer. Ne? Ja, genau. Der ist noch unterwegs, ey. und ich denke so, boah, shit, ey, sehen wir nicht mal irgendwas. Und dann hat das 2 Minuten gedauert, da war auf einmal alles weg. Von jetzt auf gleich. Ja, da kommt die Sonne raus. Da kommt die Sonne raus. Die Feuchtigkeit ist irgendwie verdunstet. Ja. Und dann gucke ich auf so Weiden, da stehen Kühe und stehen da Wasser und trinken. Und ich denke so, oh, ist das schön hier. Weil ich war halt das letzte Mal da im Herbst auf einer ganz anderen Ecke von dem See und den Seeteil kannte ich gar nicht. Und ich habe nur auf den See geguckt und habe gedacht, boah, ist das geil hier. Fernglas rausgeholt, keiner da. Geil. Keiner. Einfach alleine. Und das auf den Samstagnachmittag, auf den Samstagmorgen, was ja auch ein bisschen meine Sorge war, Wochenende, Urlaub, Sommerferien in Frankreich, keiner da. Ja, die 2 Bananaboote geladen, wo wir das alles ausgeladen haben. 2 Bananaboote habt ihr dabei gehabt? Ja, ging nicht. Das Zeug hättest du ja nicht in 1 bekommen.
Hast du eins hinten dran gehängt und bist dann gerudert, oder was? Nee, so, ich bin gerudert und Jenny ist gerudert. Jeder sein eigenes Boot. Wo wir das Auto ausgeladen haben, habe ich echt noch gedacht, verdammte Scheiße, wie haben wir das alles in dieses Auto reinbekommen? Also da hat der Kollege von mir mal gesagt, da passt kein Napo mehr rein. Napo? Ist ein Puffreis. Es war wieder Puffreis. So, diese kleinen Schokodinger. Ja, ja, das ist ein Puffreis. Ist ja, das Puffreis? Mit Schoko drüber. Wie nochmal? Napo. Ja, ja, genau. So eine weiß-orange Verpackung, ey. Ja. Super, ey. Lecker. Und es war auch wieder so. Hat meine Oma uns immer an Weihnachten geschenkt, da habe ich mich immer geärgert, weil ich ihn nicht gemocht habe. Ey. Okay. Es war auf jeden Fall wieder so, dass wir ab und zu Lichthupe gemacht bekommen haben. Das haben wir öfter, wenn wir nach Frankreich fahren, weil die halt die Karre so beladen war, dass du vorne hochstehst und denkst, du hast Fernlicht an. Ja, 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 das kenne ich. Gut, dann haben wir eine wunderschöne Stelle gefunden, eine geile Landzunge. Das war. Also wirklich, das war traumhaft. Ne? Und dieser See ist einfach schön. Und der hat schon, wo ich das erste Mal da war, so eine unglaubliche Ruhe auf mich ausgestrahlt. Ich komme da irgendwie total runter. Du hast da ganz schlechten Empfang. Wir wollten ja auch noch live gehen, haben wir angekündigt. Aber das ging halt nicht, weil das war ganz kurios. Du hast 3 Stunden am Tag, konntest du im Internet machen, was du wolltest. Und dann war wieder alles tot. Immer hin und her. Das habe ich so noch nie gehabt. Ja, aber die Netze wahrscheinlich überlastet sind, je nach Uhrzeit oder sowas. Das kam mir wirklich so vor. Nee, die Franzosen, die rationieren das für die Touristen. Das kann natürlich auch sein. Ja, exakt, bei den deutschen Karfnagler, die kriegen ganz wenig. Drossel die Leitung. Ja, ja, da ist ein deutscher Karfnagler am See, der kriegt kein Internet. Den quälen wir jetzt mal. Der kann nicht bei Instagram alles posten. Auf jeden Fall. Ja, wir waren gut gerädert, aber ich, wie das dann auch so ist, man ist dann müde wie Sau, aber wenn du am See ankommst, ist die Müdigkeit wieder weg. Ich habe schnell das Zelt aufgebaut, Jenny hat sich hingelegt, ich habe die Routen fertig gemacht, habe direkt in der Mitte einen großen Futterplatz angelegt. Was habt ihr für so zeltmäßig, was habt ihr da, wenn ihr zu zweit, also wenn ihr mit der Lazy gehst? Ein Evit. Evit? Evit, mega Ding. Wie, kein Fox? Nein, natürlich nicht. Nein, Quatsch, natürlich. Ja, einfach so ein Zweimannzelt, zwei Liegen drin oder Luftmatratze. Richtig großes auch, zwei Liegen. Ja. Das hat innen drin auch so ein geiles, wie so ein Fliegengitter, was so da durchgespannt ist, dass du nicht auf so eine blanke Zeltplatte guckst, total heimelig. Okay. Das ist echt schön. Sind da noch irgendwelche Malungen drauf oder so? Nee. Aber ich finde, das ist immer so ein bisschen so der Nachteil, ne? Wenn du so mit der Püppi angeln gehst, jeder so eine eigene Liege, ne? Da ja, du bist doch weit weg. Mal, ja, genau. Da gerade hast du noch bei diesem dazwischen oder so. Ja, kann auch Vorteile haben. Ja, natürlich. Nach einer Woche angeln ohne zu duschen hat das auch Vorteile. Aber trotzdem denke ich mal jedes Mal, warum gibt es da noch keine andere Option, ne? Aber gab es nicht mal sogar so Es gab mal eine Zweier-Liege. Ja, aber ich glaube, das ist schwierig mit in der Mitte mit Gewicht. Ja, das hängt da durch. Ich glaube mal die King-Size und so. Aber wir haben, also meine Freundin und ich, also die Inka, ich soll sie auch mal nennen, ich wurde ja schon an den Ohren gezogen, dass ich sie nie benenne und nie über sie rede. Wir hatten uns von Coleman mal so eine Doppelluftmatratze mit 4 Kammern mitgenommen. Ne? Die habe ich mal geholt. Aber Luftmatratze, ich sag's euch, also das ist kein Tipp. Das ist scheiße, weil du liegst da, hast zwar einen Zeltboden drin, aber auf irgendwas liegst du immer drauf und da ist ruckzuck ein Loch drin. Und dann wirst du nachts wach und liegst dann auf dem harten Boden irgendwie. Und vor allen Dingen, du bist ja auch nie in der Geraden oder so, ne? Du rutschst dann immer da drauf rum, das ist immer scheiße. Also Liege, auch wenn sie vom Platz her eine Katastrophe im Auto ist, ist immer das Beste. Ja. Und dann müsst ihr halt, wenn du bei Pippi gehst, musst du halt ein bisschen Löffelchen, da müsst du halt ein bisschen enger zusammen. Ist halt in Ordnung. Geht schon. Ja, wir haben auch abends ab und zu mal dann auf eine Liege ein bisschen gechillt, ein bisschen gekuschelt. Oh. Ja, dürfte keinem sagen. Ja. Ne? Belastungsprobe. Wer die Hände in den Schoß legt, muss doch lange nicht untätig sein, ne? Aber ja, gut. Darf ich mal ganz kurz einkrätschen? Ja. Darf ich? Darfst du. Ich finde das so geil, was du erzählt hast, dieses, du fährst total gestresst los, aber du planst schon im Voraus eine Tour zum Entspannen. Ja, also nicht, du fährst nicht irgendwo hin, wo du sagst, auf Teufel komm raus, ich will einen 25 Kilo oder 30 Kilo oder Big Fish fangen, egal was raus, also was drumrum ist, sondern ich fahre wohin, wo ich so einen Flow kriege, wie du sagst. Ne? Ja. Also, vielleicht ist eine Überraschung dabei. Ne? Die hat man ja immer. Das gehört zum Angeln dazu. Ja, also wie das, ich weiß wie auch, dass da große Fische drin sind. So, ne? Also, die Chance wollte ich schon haben. Ne? Ja. Also, dass du wenigstens weißt, du kannst dir eine Granate fangen, aber die Chance ist halt sehr gering. Aber ich finde das, muss man ehrlich sagen. Das finde ich so geil. Also, das mache ich auch unfassbar gerne, irgendwo hinzufahren, zu sagen: Hey, da sind wenig Angler, da ist Natur. Da ist irgendwie so eine Stimmung, du fühlst dich einfach wohl. Du hast nie das Gefühl, dass du am falschen Platz bist. Nee, und ich habe mich da so unglaublich, oder wir haben uns da so unglaublich wohl gefühlt, das war. Ja, und vor allem, wenn du einfach mal in der Ecke bist oder auf einem Platz sitzt
wo du einfach über Tage hinweg, wo einfach kein Mensch ist. Ja, geil. Wo keiner kommt. Wir haben ein paar keine Leute, Spaziergänger, paar Wanderer nichts, gesehen. Ne? Also selbst die Raubfischangler, so, ich kenne auch Gewässer auch in der Ecke, wo die morgens früh an der Slipstelle Schlange stehen. Ja. Da kamen sonntags morgens 3 Boote. Ne? Und die sind auch alle um dich rumgefahren. Die haben uns gesehen, die haben alle die Routen reingeholt, einen Bogen drum gemacht und so. Total entspannt. Naja, wo halt wenig los ist, ne? Wo wenige Angler, Karpfenangler sind, da ist auch wenig Ärger. Ist ja einfach so. Ja, da war echt gut, ja, so. Und dann habe ich halt, wie gesagt... Leider war. Also wir sind zwar auch alle Karpfenangler, wir können uns alle an die eigene Nase fassen, aber es ist halt einfach so. Ich meine, Gewässer hat halt nur eine gewisse Größe und da muss halt jeder sich dann danach richten und muss sich halt auch... Der Raubfischangler nach dem Karpfenangler und umgekehrt. Vor allem ja, der Karpfenangler, der halt das halbe Gewässer abspannt, da Nachrichten. Ne? Bisschen Rücksichtnahme, dann geht das Ganze schon. Naja, auf jeden Fall habe ich dann in der Mitte einen großen Futterplatz gemacht mit einem Berg Pineapple und Yellowberry Boilies. Habe ich erstmal schön den Grund lackiert da. Ne? Auch von Bait Service Straubing, ne? Nee, von der legendären Firma Joker Baits. Ja. Wir haben einen coolen Chef. Wer ist denn das? Kaulbach, Maurice Kaulbach heißt der. Das ist doch der Typ, der hat auf der linken Seite nur einen Arm, ne? Ja, genau. Das merkt der man guckt direkt immer so, wenn er geht. Der, ne, hat auch die Nase mitten im Gesicht. Ach krass, der arme Kerl. Ja, der arme Kerl. Gott, ey. Mein Gott, ey. Ja. So ja, ein armer Kerl. Auf der linken Seite nur einen Arm. Das habe ich auch noch nie gehört. Der ist so schlecht. Ja, geil. Ja, gut. Da schön den Grund lackiert habe ich da. Den Grund lackiert. Genau. Grobe Kelle, Grundlack. Ja, da muss man aber den Eimer mal aufmachen. Ich wusste ja, auch noch nicht. Ich wusste ja, dass da viele Fische drin sind. Da haben wir mal schön den Eimer aufgemacht. Ich wusste ja auch, dass ich die ganze Woche an dieser Stelle sitzen bleibe. Da macht das ja auch durchaus Sinn, da mal auf ein bisschen mehr Futter zu setzen. Ringsherum noch ein paar Fallen verteilt. Ja, und dann ging der Spaß da los. Ne? Am ersten Morgen der erste Fisch. Dann haben wir, ich habe nicht groß? Alle... War ein guter? Nee. Hast du geschätzt? Ich habe geschätzt. Zwischen 12 und 30 Kilo? Ja. Doch, ich erinnere mich. Du hast ein Foto gemacht und Peter geschickt und hast gesagt, schätz mal. Schätz, wie groß der ungefähr ist. Wir konnten den nicht wiegen. Schwedes war schätzte. Ja, ja, genau. Also ja, um das vorwegzunehmen, ich die bin größten, der Schätzomat. Die größten Fische, die wir gefangen haben, waren halt so 16, 17 Kilo gewogen. Aber auch. Ja, so, gewogen, ne? Ja. Also knapp 17 war der größte in der ganzen Tour. Wir haben halt ein paar über 15 Kilo gehabt. Viele schöne Fische, richtig hier Fullies, richtig geil beschuppte Tiere. Und ich müsste jetzt lügen, ich würde sagen, so gut 30 Bisse in dem Urlaub. An einem Tag waren es irgendwie 8 Stück über den Tag, da wurde es richtig, richtig actionreich. Ist ja wie bei mir jetzt. Ja, wie bei dir jetzt, genau. Da müsste der Sura mal hinfahren. Ja. Das also ist ja auch mal so ein. Ja. So, fängt auch mal was. Genau. Ist, nicht, ist nicht so wie bei mir jetzt. Komm, nee, Sura, du hast mir schon oft genug abgeangelt. Also das von stimmt, daher. Und was krass war, wir haben halt alle Routen ans Laufen bekommen. Ne? Es hat überall gebissen. Ja. Es hat überall gebissen. Und wir haben gut gefangen, das meiste tagsüber. Es hat überall gebissen. Aber nicht so wie bei dir, Sura. Nein, nicht so wie bei dir, Sura. Ja, war super. Hat denn Jenny denn. Also sie hat auch mit 4 Angeln geangelt, nee, oder was? Nee, wir haben das ein bisschen rund. Also ich hatte 4, sie hatte 2. Okay. Und hat die auch selbst so Rigs gebunden und beködert und rausgefahren und Stellen gesucht oder hast du dann einfach mit 6 Angeln geangelt? Nee, ich habe ihr das du schon gezeigt. Du Gentleman-Angler. Nee, ich habe ihr das schon gezeigt. So, ne? Weil sie wollte das auch. Sie wollte auch, ich habe auch gesagt, hier, wenn das jetzt die ganze Zeit da rechts nur beißt, bei mir kannst du auch mal damit drillen. Nee, ich will nur meine eigenen Fische fangen. So, ne? Oh, war schon cool. Und dann Frau sind wir halt, mit Wille? Ja? Nee, Frau mit Brille? Frau mit Nee, das war super. Also wir haben da einen Haufen schöne Fische gefangen, hatten eine herrliche Woche. Wir haben gut gegessen, gut getrunken und haben einfach den lieben Gott einen guten Mann sein lassen. Es war auch nachts, ne? Es ist mal diese Region da ist halt einfach nichts außer Wald. Und es war nachts, also ich habe bisher nur einen Ort gefunden, der so dunkel ist. Und das war damals immer Rocco. Also ich bin nachts auf diesem See gewesen, habe in den Himmel geguckt und die Milchstraße, ey, ich habe selten so einen Sternenhimmel gesehen wie da. Und das war einfach traumhaft, kann man nicht anders sagen. Das ist aber auch so ein Moment, wo du dann, da geht's so, also mir geht's so, also wahrscheinlich den Zuhörern auch hier und da mal, wenn du dann in so einer Nacht, wo so alles stimmt, du im Boot sitzt, in der Banane oder im Schlauchboot, wie sagt Achim immer, lässt sich dann einfach mal treiben und genießt diese... Treiben, mit T. Treiben. Wie treiben Tussi halt. Tupperware. Wie Titte. Wie Tura. Tarian Tura. Tarian Tura. Und Tetra Tedes. Und Tauris Taulbach.
Nein, aber dieser Moment, ich finde das, mach ich oft. Also mache ich auch, wenn ich jetzt hier angeln bin, obwohl jetzt, sag mal, Schiffe und laut. Aber weißt du, es gibt immer, in jeder Session, finde ich, gibt es so einen Moment, außer die sind eine totale Kacke, einen Moment, wo dann so die Zeit stillsteht und wo du mal ganz kurz... Und den hatte ich heute Morgen. Den hatte ich heute Morgen. Und dann ist der Fisch abgerissen? Nee, vorher. In dem Moment, wo ich die Route gelegt habe und gedacht habe, boah, wäre es geil, jetzt einen Fisch zu drillen. Da hatte ich diesen Moment. Aber geil, dass das funktioniert hat, ne? Hat's tatsächlich. Geil. Ja. Super. Ja, wegen Dings. Wegen Mindset. Heißt du Mindset? Ja, ja. So. Hast einfach deine Gedanken zurechtgerückt. Ich habe ja vertreiben lassen. Ja. Auf dem Strom. Nee, war gut. Wir haben auch noch, ich habe ja auch gesagt, dass wir ein bisschen drauf... Kurz, ich habe volle Blase, ich gehe mal kurz. Ne? Ja, wir machen jetzt auch noch keine Pinkelpause. Der Sura, der geht einfach mal so. Wir sind ja hier in der freien Natur. Super. Das ist voll geil. Das ist voll gut, ne? Aber Marian, setz dich. Ja? Ich habe hier gestern war die Putzfrau da. Setz dich. Ja. Wie super das ist. Hast du mal auf! Wo ist mein Handy? Oh, gut, dass wir das hier nicht filmen, ey. Zum Glück ist das hier Podcast, ja, ey. Kein Live-Video. Ja, ja, dann haben wir auch noch. Oh, jetzt gibt's Action. Ruhig. Kaum ist der Marian weg, drehen die Hunde durch. Ja, also, wir sind ja hier nicht nur zu dritt, wir sind zu fünft hier. Wir haben hier noch den Olli und die Ida. Ja. Ida ist ein kleiner Schisser, so ein Schissbock. Und der Olli ist eigentlich hier der Chef, ne? Ja, große Schnauze. Ja, aber der hasst jetzt den Marian, weil er kastriert wurde, ne? Der mag den nicht mehr, haben wir den Schluss gemacht. Digga, würdest du das mögen? Ich glaube, der hasst den zurecht, oder? Ja, ja. Ah, gut, da kommt er ja wieder. So, jetzt sind wir gleich wieder voll. Der Stuhl ist ein bisschen verschoben, deine Hunde haben den gerade quer am Ufer entlang gezogen. So. Ja, ja. Ja, gut. Dann, um das aber nochmal abzuschließen, war alles wunderbar. Ich weiß gar nicht, wie oft ich in dieser Woche gesagt habe, boah, Jenny, ist das nicht einfach schön hier? Sei froh, dass der Sura nicht da ist, weil wenn ich so einen Anfall habe und von irgendwas begeistert bin und wiederhole mich vielleicht 2 bis 3 oder 30 Mal. Ja, dann hängt er sich dran auf. Dann hängt er sich dran auf, macht irgendwelche Stories und schmiert mir das aufs Brot. Ist halt einfach ein Elendstourist. Ein Surist. Ein Surist. Ein Minus-Surist. Ja. Dann haben wir auch noch, ich habe noch gesagt, wir wollten noch ein bisschen Raubfisch angeln. Ja. Dann hat es auch ein bisschen gedauert, bis wir mal passende Köderfische hatten. Wir haben nur so Riesenrotaugen gefangen und irgendwie wollte ich die nicht nehmen. So. Die waren mir viel zu groß. Und dann haben wir mal passende Köderfisch gefangen und dann hat es genau eine Stunde gedauert. Bis der erste Zander da lag. Echt? Ein Zander? Direkt ruckzuck. Und ich hab, also wir haben so mit Gummifisch und alles probiert, da ging gar nichts. Der Köderfisch, den habe ich glaube so am 4. oder 5. Tag erst rausgeworfen. Abends, kurz bevor es dunkel wurde, eine Stunde später Zander. Und ich habe zu Jenny gesagt, wir angeln so lange auf Raubfisch, bis wir den ersten Kollateralschaden haben. Mhm. Also, dass er halt zu tief geschluckt hat. Und er hat sich halt leider Gottes den Drilling so weit reingearbeitet, da war nichts mehr zu machen. Ja. Gab es am nächsten Tag halt Zanderfilet. Cool. War auch nicht schlecht. Hab mir so ein bisschen leid getan, weil der war echt, weiß ich nicht so, ich will jetzt nicht dich schätzen lassen, aber sag mal so, war ja gute 60, 70 Zentimeter wird er gehabt haben. Da hat mir schon ein bisschen leid getan, aber was willst du da machen? Ne? Haben wir ihn schön schmecken lassen und war rundum ein gelungener Urlaub mit vielen Bissen. Jenny hat halt ihre ersten Karpfen gefangen und es war einfach nur geil. Kann man nicht anders sagen. Wir haben uns total lieb gehabt, natürlich. Aber Maui, ja, da war doch noch was. Du hast mir doch noch so eine Geschichte erzählt. Die kannst du doch mal ganz genau erzählen, oder? Erzähl ganz genau. Ja. Am ersten Abend. Maui. Ja. Am ersten Abend haben wir irgendwie schon abends ein paar Bauchscheiben auf den Grill geworfen. Und haben lecker. Sehr löblich, ey. Also ja. Habt ihr auch wirklich, also... auf die Ernährung auch geachtet, ja. Total, halt viel sehr Fleisch gut. Halt, ne? Ja, sehr gut. Ist ja gut, wichtig, gut, dass der Körper mit Proteinen versorgt ist. Ja, Kohlenhydrate ist ja Gift für den Körper, ne? Ich weiß, aber die habe ich trotzdem dazu. Schön Nudelsalat, Baguette, Bauchscheiben und Salat. Also wir werden schön jeden Tag Salat essen. Salat. Was dieses, ist das? Dieses grüne Zeug. Warum? Aus Geschmacksgründen. So, ja, doch. Kennst du das, Marian? Du brauchst gar nicht so zu tun. Du hast ja nämlich eben schon gesagt, ey, ich habe auch Salat gekauft. Wenn man den Grill anschmeiße, ich habe hier noch Salat. Oh ja, ja, oh, ich Fall, die Menge ist begeistert. Wir legen den auch auf den Grill auf. Ja. Eisbergsalat. Gegrillter Salat. Eine Spezialität aus dem Hause Schwedes. Ja, können wir ein Kochbuch drüber machen. Ja.
auf jeden Fall, ich erwähne den Salat nicht ohne Grund. Ich habe eine legendäre Salatsoße gemacht und dann habe ich so eine geile Faltschüssel. Und dann haben wir schön Feldsalat und Salatherzen reingeworfen in meiner Salatsoße. Und irgendwann abends habe ich gesagt, ey komm, ich bin da auch so jemand, wenn ich abends koche, der Peter ist da anders, ich spüle das nicht mehr. Ich mache das immer am nächsten Morgen. Am nächsten Morgen ärgere ich mich. Das hasse ich, ja, ey. Ja, aber ich hasse abends, wenn ich so satt bin und gechillt bin, dann noch spülen. Du hast auch erst eben gespült. Ja, auf jeden Fall. Aber auch nur, weil du wieder so, ja, komm, mach mal. Wir haben doch nicht mal aufgegessen gehabt gestern. Da sagt er schon, ah Gott, lass uns morgen abschwaschen. Lass uns einfach in die Ecke stellen. Dann ist er aufgestanden, ist schnell ins Bett geschüttelt. Ja, ich bin da ähnlich. Auf jeden Fall habe ich gesagt, komm, lass uns das schmutzige Geschirr einfach kurz ins Zelt reinstellen, weil ich bin immer darauf bedacht, dass wenn dann irgendwie du pennst morgens früh und da kommt vielleicht die Garte Pech oder irgendjemand, dann sieht das ja auch nicht aus wie bei der Hottentotten. Ja, das ist ja auch immer mein Gedanke. Mir ist immer wichtig, ne? Dass das ordentlich aussieht, wenn ein Unbeteiligter kommt. Nicht so wie beim Surah im Zelt. Wir pennen dann ein und irgendwann in dieser Faltsalatschüssel, nenne ich das jetzt einfach mal, lagen noch Löffel und Gabel und alles, das ganze Besteck drin. Und irgendwann werde ich mitten in der Nacht wach, weil das Besteck klimpert. Ui. Und ich denke erst so... Hey, Jenny, damit... Ah, Jenny ist abgewaschen. Ja, ja, genau. Kleine Mitternachts-Snack. Kleine Mitternachts-Snack. Mach dich mal nützlich und spül. Nee, Quatsch. Und ich denke, was klimpert denn jetzt da rum? Und habe ich wieder rumgedreht, dann hat es wieder geklimpert. Und ich denke, das kann doch nicht wahr sein. Da gucke ich in diese Salatschüssel, mach die Lampe an und schrei nur, Ratte! Ratte? Ratte. Ich dachte, Ratte. Jenny schreckt von der Liege hoch. Und ey, ich habe ja so mit Mäusen und so kein Problem. Aber Ratten finde ich halt schon im Zelt, brauche ich nicht. Du brauchst doch keine Maus im Zelt. Aber hast du denn richtig Angst vor Ratten? Nee, ich finde die nur eklig. Also ich habe jetzt keine Angst, aber ich will halt nicht... Du, Marian, nicht... hast du Angst vor Ratten? Nö. Ich aber auch nicht. Ich, nee, aber ich will also halt nicht schlafen und wissen, dass eine Ratte im Zelt drin ja, ist. So, aber, das will ich nicht. Aber ich weiß, wer richtig Angst hat vor Ratten. Der bringt mich jetzt um, wenn ich das sage. Aber ich sag's. Wer sagt? Der Hamsch. Der ja? Steffen Hamsch. Hat der Hamsch, ja? Ey, weißt du, Arme, wie ich Oberschenkel, ey, weißt du, Kampfsportler und hat Angst vor Ratten, ey. Aber voll geil, der benutzt auch nur Zelte mit Innenzelt, ne? Weil er Angst hat vor Ratten. Wirklich? Ich wünschte mir, ich hätte eins gehabt. Da ja? Kommen wir jetzt. Boah, wenn der Hamsch hat, dann dreht der durch. Steffen Hamsch hat Angst vor Ratten. Oh, super. Der nimmt mich in den Schwitzkasten, ey. Steffen, ich hab dich lieb, bist der Beste. Ja, okay, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen, ey. Ja, ich schrei Ratte, Jenny schreckt hoch und ich so, boah, das Vieh muss jetzt hier aus dem Zelt raus. So, ne? Ich penne nicht weiter, wenn das Ding hier drin ist. Und irgendwann sagt Jenny so, ey, das hat einen ganz puscheligen Schwanz. Das ist keine Ratte. Und dann gucke ich unter die Liege und ich habe davon auch noch Bildmaterial, das werden wir vielleicht mal über Kapi posten. Und ich gucke unter diese Liege und dieses Vieh sitzt so auf dieser Querstange von den Beinen von der Liege mit seinen kleinen Pfötchen drauf und guckt mich an und hat so ganz runde Ohren und so drollige Augen. Und ich sehe diesen puscheligen Schwanz und ich denke, was ist das? Dann habe ich natürlich Dr. Google angeworfen. Gremlin. Ja, ich habe mit allem gerechnet. Wer weiß, was es in Frankreich für Viecher gibt. Nein, der hat immer eine Hose angehabt, da hat man den Schwanz nicht gesehen. Das waren Siebenschläfer. Ein Siebenschläfer. Die sind aber selten, ey. Die sind selten, stehen da unter Naturschutz. In Frankreich sind die, glaube ich, nicht so selten. Ich muss vielleicht noch ganz kurz dazu sagen, das habe ich vergessen. Bevor wir eingeschlafen sind. Ich habe jetzt einen neuen Schlüsselanhänger. Bevor wir eingeschlafen sind. Ist irgendwas übers Zelt oben drüber gelaufen. Okay. Das war so im Halbschlaf. Jenny meint, was war das denn? Ich so, keine Ahnung, nicht drüber nachdenken, Augen zu machen. Weil das sind ja absolut nachtaktive Tiere, ne? Ja, und dann haben wir gecheckt, dass das ein Siebenschläfer ist. Dann hat er sich da, hat diese ganze Ladschüssel ausgeleckt, so. Dann haben wir den irgendwann aus dem Zelt rausbekommen, weil ich habe einen sehr unruhigen Schlaf. Also ich werde auch von ganz leichten Geräuschen schon wach. Am nächsten Abend, nachmittags, war er schon im Müllsack, tagsüber. Okay. Da ist er aus dem Müllsack raus, so ein Stück Käserand, den ich so abgeschnitten habe im Maul, sah voll süß aus, rennt unter die Liege. Und dann wollte ich ihn rausjagen, dann ist er aus so einer Lücke unterm Zelt raus und ist so eine Mischung aus James Bond und Spider-Man. Innerhalb von einer Sekunde die Zeltwand an der Stange hochgelaufen und übers Zelt gelaufen und hinten wieder runter. So schnell konntest du gar nicht gucken, wie in so einem Comic so, du so hinterher. Eine Staubwolke hinterher. Puh, und du so, hinterher. Ja, genau. Ja. Ich sag, geiler Move, das Vieh. Dann ist er den zweiten Abend wiedergekommen. Und da hat das Ding jegliche Scheu verloren. Der ist in den Müllsack rein, mit dem Kopf, ich habe den gefilmt, ich habe den angeleuchtet, dem war alles egal. Der war so gierig, also der hat keinerlei Scheu gehabt. Und dann penne ich wieder so weg und wir hatten zwei Joghurtbecher auf dem Bibi-Table noch stehen. Und irgendwann werde ich wach
und dieses Vieh hängt komplett in dem Joghurtbecher drin. Ach komm. Und ich heb diese Joghurtbecher hoch und sag, Jenny, ich trag den jetzt mit den Joghurtbechern raus. Der war so gierig, dass er gar nicht gemerkt hat, dass ich ihn bewege. Und irgendwann hat er gemerkt, oh, ich hatte ihn schon einen halben Meter getragen quasi. Dann ist er aus dem Joghurtbecher raus, ist mir über den Arm gelaufen. Na, hast du dich erschreckt? Ja, hab ich mich. Da hab ich geschrien, das Ding weggeworfen. Der ist auch sehr erschreckt. Und seitdem stottert der Siebenschläfer. Was hast du denn geschrien? Ja, wie die Brüllziege. So. Das hat doch voll die Spitze. Mach nochmal die Brüllziege, Sura. Komm, mach nochmal. Digga, da kommt Fahrradfahrer. Oh Gott. Ich glaube auch. Was ist das für Idioten? Wir werden hier gleich mit der Nichtraucherjacke abgeführt, Alter. Mit der Nichtraucherjacke. Hab die Schliebjacke, ey. Ach so, du. Zwangsjacke. Die zusammengebunden ist, die keine Ärmel hat, ey. Genau. Oder wo die Ärmel zu sind. Genau, die Nichtraucherjacke. Auf jeden Fall habe ich dann auch das Vieh hat halt keine Hemmung mehr gehabt, so, ne? Dem war alles egal. Und dann habe ich nur gesagt, Jenny, ganz ehrlich, ich mache das nicht den ganzen Urlaub mit, dass der jeden Abend in das Zelt kommt und Kopf fickt. Weil der hat richtig Kopf gefickt. Der war ja überall. Der hat ja an allem probiert, irgendwas Essbares zu finden. Ja. Dann haben wir angefangen. Ich hatte Gott sei Dank ohne Ende Bleie dabei. Hä? Das hat wie was? Ja, pass auf, weil das Zelt hat halt nur eine Bodenplane, nicht so eine Innenkabine. Ja. Und dann haben wir gesagt, jetzt müssen wir das Ding hier sicher machen. Dann ist Jenny um das ganze Zelt innen drin rumgekrabbelt. Ich habe ihr immer Blei gegeben und wir haben erstmal diese Bodenplane überall beschwert. Ach so, und haben dann dieses Stück Plane vom Zelt drunter, die Bodenplane drüber und dann Blei drauf, dass du wirklich nicht mehr da reinkommst. Dann haben konnte wir alles, die nicht wegschieben oder was? Was denn? Der konnte die auch wegschieben, oder? Die Bleie. Nee, Gott sei Dank, das waren halt schwere Bleie. Und wir haben es wirklich, also wir haben bestimmt um das ganze Zelt ringsherum so 30 Bleie verteilt. Okay. Dass die Bodenplane beschwert ist. Ich habe überall diese Heringe ganz tief reingesteckt, so an diesen Punkten, wo das Zelt ein bisschen offen war. Wir haben das close gemacht. Und dann kam der große Abend, die dritte Nacht. Ich denke so, jetzt bin ich gespannt. Und so wie es dunkel wurde, kam er wieder. Und hat dann an den üblichen Stellen probiert, in das Zelt reinzukommen. Hat geklingelt. Ja, genau, hat geklingelt, hat geklopft. Dann ist er über das Zelt drüber, vorne, hinten, links, rechts. Und wir hatten vorne die Zelttür, die Mossifront. Ja. Also die Tür hochgemacht, dass du ne, durch die Mossifront gucken kannst. Dann ist er da so runtergekrabbelt. Das sah echt aus, so wie es... Ja? Ey, das sah am aus... Am Ziprunner hat er sich runtergeleitet. Und dann automatisch hochziehen wie so ein Bungee-Jumper. Der ist so runtergelaufen und du hast halt richtig gemerkt, dass er mit aller Gewalt da rein will. Und dann, und ich schwöre bei allem, dann ist der 3 oder 4 Mal... Ich behaupte, mit Anlauf, gegen dieses Zelt gesprungen. Ach komm. Einfach so. Ich habe jetzt gerade für die Zuhörer gegen meinen Bolli gehauen. Ist kaputt gegangen. Nee, ist nicht kaputt gegangen. Der ist von allen Ecken, Stange von Wish. Von allen Ecken dagegen gesprungen. Und ich behaupte, aus purer Boshaftigkeit. Meinst du? Aus purer Boshaftigkeit ist er dagegen gesprungen. Boshaft. Ja, und ich wette, der ich wette, ich wette, lass mich rein! Genau, ich wette, und dir lass ich mich das verarschen! Um das jetzt wieder so comic-mäßig zu verdeutlichen, der hatte so Dampf aus den Ohren, so einen roten Kopf und so nach dem Motto, Alter, ich will jetzt meine Joghurtbecher auslecken. Und ist immer dagegen gesprungen. Wir haben auch draußen alles, wir haben abends, da habe ich angefangen, die Müllsäcke in die Eimer reinzutun und so, dass bloß nichts mehr zu finden ist. Aber das war nur einer, oder was? War einer? Ich glaube, es war einer. Man sagt, es sind meistens 2, mehr waren es nicht. Ja. Aber gut, voll die Gang, Alter. Aber meinst du, der sitzt jetzt auch in Frankreich und nimmt einen Podcast auf und redet darüber über diesen deutschen Idioten, ja, der in das Zelt reingelassen natürlich, hat? Natürlich, ey, hier schön Joghurt, Salatsoße, Käsestückchen, von allem etwas. Und dann macht er mir die Bude zu, so, ne? Ich wette, der war richtig sauer. Und dann hat er es am nächsten Abend noch mal kurz probiert. Der ist auch draußen die ganze Zeit über die Eimer, du hast den halt die ganze Zeit gehört, so, aber der war halt einfach nicht mehr drin. Und dann konnte ich in Ruhe schlafen. Bis wir abgebaut haben und ich gemerkt habe, dass der dreckige Bastard mir noch ein Loch in das Zelt hinten reingenagt hat. Ah, scheiße, ey. Gott sei Dank klein und genau an dem Übergang zu dieser Bodenplane. Also jetzt nicht ins Raubmaterial rein, aber ich war so stinksauer. Weil das Zelt ist relativ neu, hat auch 1 Euro gekostet. Und aber vielleicht hat er damit seine Siebenschläferfamilie ernährt. Weißt du was? Ist mir scheißegal. Ey, ich bin ja, ey, ohne Witz, dass dieses Tier sogar keine Scheu hat. Ich habe auch so Jenny irgendwann gesagt, gib mir mal bitte einen Bangstick, damit ich den mal, ne, so ein bisschen wegjagen kann. Und Jenny sagt so, lass dem damit nichts machen. Und so, ich will dem Tier doch gar nichts machen, aber du musst dir das jetzt so vorstellen, dass das ist unsere Ritterburg. Ich will einen Bangstick mal auf den Kopf hauen. Genau, das ist unsere Ritterburg. Und wenn der jetzt hier rein will,
die haben früher auch heißes Fett von oben runtergeschüttet, so, weißt du? Ich sag, ich muss doch wenigstens. Gezerrt und gefedert. Ich muss das echt sagen, am dritten Abend, wo wir das dann so alles safe gemacht haben, war es so richtig, für mich war das so richtig spannend. Findet der irgendwo, wo ist die Schwachstelle? Ja, genau. So, wo ist die Schwachstelle? Ich habe da echt gesessen und habe so richtig gelauert. Und das zu dem Siebenschläfer, meine, erzähl mal ganz genau Story aus dem Urlaub. Und ich muss noch ganz kurz dazu sagen, ein guter Freund von mir, der Pascal, der hat auch gesagt, die haben, so, der ist in der Lebensmittelbranche tätig und der hat dann auch mit sehr vielen Leuten da zu tun. Und der hat auch gesagt, es gibt nur eine Sache, die halt wirklich hilft, weil du darfst dir nichts machen. Die sind auch in Deutschland unter irgendwie Artenschutz oder so. Die fangen die mit Leben fallen und du musst sie einfach aussetzen. Du musst sie so weit, einfach nur so weit wegbringen, wie es irgendwie geht. Du wirst sie nicht mehr habhaft. Deshalb, auf dem Rastplatz in Saarbrücken, einfach rausschmeißen. Genau. Anbinden, wenn auch die einmal rein. Auch rein, Binder. Auch rein, Siebenschläfer. Wenn die einmal was finden. Goldene Bremen. Ja, ja. Wenn die einmal was finden, hören die nicht mehr auf, hat er gesagt. Dass du bist. Und das habe ich richtig gemerkt. Ich glaube, an so Stellen, weißt du, an so Stellen, wo viel geangelt wird, da gibt es einfach irgendwelche Viecher, die sich da voll drauf eingestellt haben, dass da Angler sind. Ja, wobei da halt eigentlich, also ne, das ist ja auch jetzt ein See, der nicht so beliebt oder so berühmt oder bekannt ist. Ich glaube einfach, dass er das einfach ruckzuck gewittert hatte, so, ne? Und ja, die haben wahrscheinlich fein Näschen. Die riechen genau. Ja. Ne? Also ich kenne das auf der Insel von Madin, ne? Da ist ja diese berühmte Stelle da mit den zwei Bäumen. Und da auf der Insel, da wohnt halt ein Fuchs, ne? Und der Fuchs, der ist halt handzahm, den kannst du fast streicheln, der hat überhaupt gar keinen Schiss mehr. Und er hat uns mal nachts, hat er uns das komplette Besteck geklaut. Also Teller mit Besteck, war weg. Weg. Das war einfach weg. Ey, wir sind da rumgelaufen, wir haben den Fuchsbau gesucht, es war einfach weg. Es war einfach alles weg, einfach weg. Ey Jungs, dieser Fuchs. Ich gehe jetzt noch ein Bier holen. Ja, jetzt machen wir mal eine kurze Pause, oder? Ich weiß ja nicht, was mit eurem Weizen ist. Ja, ich würde sagen, wir machen mal das nächste Paket auf. Wir machen eine kurze Pause, machen das nächste Paket auf und dann machen wir weiter. Das nächste Care-Pack. Carpi-Care-Paket. Carpi-Care-Paket. Also, bis später. Ciao. Satte Rabatte bei Carp Brothers. Jede Woche ein neuer Deal. Folge uns jetzt auf Facebook und Instagram und verpasse keine Angebote mehr. Carp Brothers. Dein Online-Shop von Karpfenanglern für Karpfenangler. www.carpbrothers.de. Joker Baits und Tackle. Hochwertige Boilies, einzigartige Liquids und weitere hocheffektive Köderzusätze, Discharge Pop-Ups, Carp Balls Pop-Ups und robuste Endgame-Kleinteile findet ihr unter www.jokerbaits.de. So, Jungs. Da sind wir wieder. Alle wieder da. Genau. Wir haben hier neues Bier stehen. Maui, vielleicht erörterst du mal, von wem es ist, was es ist. Ja. Ich sag nur mal, da ist ein ziemlich böse, dreinblickender, was ist das, Bär? Das ist ein Bär. Es heißt auch Bärenbräu. Und zwar ist das vom, pardon, ich muss mich räuspern, vom Bürgeramt Trier. Ganz bekannter Burgerladen. Ach, Burger, nicht Bürgeramt, Burgeramt. Ja. Ah, okay. Und das hat uns der Jan Martin geschickt. Jan Martin hier. 5% Alkohol, Mehrwegflasche. Und der hat uns nicht nur dieses schön designte Bier geschickt. Oh, der, Jan ist Martin das denn? Der Jan Martin ist übrigens der Koch im Burgeramt. Also der putzelt da wirklich die Burger, der arbeitet da. Oh, lecker. Und der hat uns hier so eine Box mit Grillsoßen. Das sind doch die luxemburgischen. Luxemburgische, Farben, genau. Ich weiß nicht, wie man das erste Wort ausspricht. Zeig mal. Moutarderie de Luxembourg. 100% Geschmack, 100% Geschmack, 100% Tradition. Da klebst du ein kleiner Post-it drauf, da stand einfach nur drauf. Für die nächste Grill-Session, liebe Grüße aus dem Saarland, Jan Martin, auf Instagram jmk-carpfishing. Das werden wir heute alle probieren. Ja, die werden wir heute probieren. In so einer ganz luxuriösen Verpackung. Jetzt machen wir das mal auf hier und da sind neun kleine Gläschen drin. Mit Löffel. Mit Löffel, das sind eine Barbecue-Soße, Ketchup, verschiedene Sorten Mayonnaise, verschiedene Sorten Senf wahrscheinlich. Ne? Ja, genau. Mayonnaise ist Mayonnaise und Ketchup ist also Ketchup. Also ganz, ist das denn ganz hier? Toll verpackt. Was ist das denn? Das was steht da ist, drauf? Andalus de Luxemburg. Pikante. Andalusische Pikante. Also Soße. Sieht total geil aus und wir freuen uns schon darauf, heute Abend unser Grillabend damit
Ja, aber zu was verschönern. Ist, kannst du bitte nochmal erklären? Kannst du bitte nochmal? Was denn? Hey, komm, übersetz bitte nochmal. Also Mustard ist Senf und Senf? Mayonnaise war Mayonnaise. Ne? Und Ketchup? Was? Ist Ketchup. Und das andere? Ist Analuse. So, aber das Bier machen wir jetzt mal auf, oder? Ja, das machen wir jetzt mal auf. Ja. Also gib, mal, gib mir mal den... Hier mit dem Beauty Cup Bieröffner. Es hat gerade gehupt. Mit dem Beauty Cup Bieröffner. Oh, halt mal fest, Peter. Einhändig ist schwierig. Zack. Der einhändige Bieröffner. Soll ich bei dir auch festhalten oder geht das? Ich mach das. Mein Mikrofon steht auf dem Tisch. Aber ich muss sagen, Marian, ich muss mich berichtigen, das Bier ist jetzt echt kalt, ne? Also was heißt ist kalt nicht, so? Aber kühler. Ja, gib dem Kühlschrank halt mal ein bisschen. Ja, morgen packen wir wieder ein, super. Ey. Ja, ja, genau, morgen früh sind die kalt. Ja, ich habe halt vergessen, das vorzukühlen. Das ist okay, das ist okay. Ich habe halt vergessen, ich nehm, diese Last nehme ich auf meine Schultern, ich habe vergessen, das vorzukühlen. Ja, super. Ey. Der Carbs Flaschenöffner fetzt. Ja, der kommt auf jeden Fall bei mir in die Tackle-Box, ey. Männers, so, genau. Zum Wohle. Danke, Jan aus Martin. Jan Martin, danke. Bürger am Trier Bärenbräu. 5% Alkohol. Sauber. Prost, schön. Trierer Petrusbräu GmbH. Windmühlen. Boah, das schmeckt ganz fruchtig, Alter. Was? Pale Ale. Ah, ist ein Pale Ale. Oh, was ist das denn? Das hat aber einen echten speziellen was Geschmack, ist das ne? Was denn? Also da ist... Gebraut und abgefüllt durch die Tierera Petrusbräu GmbH. Wasser, Gerstenmalz, Hopfen und Hefe. Aber das schmeckt so fruchtig total irgendwie. Total fruchtig, ne? Also, oder? Was sagst du denn? Was ist das? Dazu gesetzt, aber ist es nicht. Ich finde, das schmeckt so ein bisschen wie so eine Weinschorle. Vielleicht ist sie auch abgelaufen. September 21. B-Ware bekommen, so oder was? Ja, ja, genau. September 19 oder sie schicke mal ein bisschen B-Ware. Also ich war mal hier auf dem Babypinkeln, hier so Beinchen bepinkeln, ne? Und einer so, oh, ich habe noch voll viel Bier, hier habe ich vom Kunden geschickt bekommen. Und hat so ganz viele verschiedene Biersorten mitgebracht. Die waren alle abgelaufen. Alle, alle. Aber nicht hier irgendwie 2019 oder so, sondern hier 2002, 2007 und so. Ey, und die hast du teilweise aufgemacht, da war gar keine Flüssigkeit mehr drin. Naja, also Bärenbräu. Prost, Jungs. Ja, Männers, cheers. Genau, cheers. Cheers. Und nachher gibt's die Soßen. Der Marian sitzt so weit weg zum Anstoßen. Nachher gibt's die Soßen und den Ketchup und die Mayonnaise. Und hier die Andaluse. Die Andaluse-Soße. Andalusia-Soße. Ey, das schmeckt echt... Oh, hier, Partyboot. Oh, das ist immer geil, ne? Ey, hört ihr? Oh, guck mal da, mit dem Alter. Der macht Jetski, alleine, ne? Übertreibt. Ist so jedes Mal, wenn wir hier sitzen, denke ich mir so, Alter, du könntest jetzt auch mit so einem Jetski einfach hier rumblasen. Stay in alive. Das wäre auch geil. Das wäre nicht schlecht. Musik. Die Jetskis hier, die haben sogar ein Radio. Das ist so abgefahren. Wahnsinn. Wir haben ja die 10. Folge. Prost. Und das wollte ich eigentlich auch nur sagen. Prost. Und zur 10. Folge wollten wir ja nicht nur die alle Pakete leer trinken, die wir zugeschickt bekommen haben. Also mir fällt ja schon das Reden langsam schwer. Ich steige mich schon an. Boah, so viel Bier, ey. Sondern wir wollten nochmal darüber reden, wie was jetzt so aus Capi geworden ist und was sich so entwickelt hat jetzt über diese 10 Folgen und auch vorher und was sich vielleicht auch noch entwickeln wird, oder? Ja. Ja. Oh, ja. 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 Einfach, ich meine, ja. Man das überlegt war's. Da jetzt, okay. Das war's. Genau, ja. Ja. War eine tolle Zeit. Ja, war Prost. Super. Prost. Genau, Prost. Ja. Na nee, gut, ich meine, wir müssen natürlich auch gut überlegen, klar, was können wir schon alles erzählen? Ja, ist ja viel in Planung, was nämlich so spruchreif ist. Komm, ne? Lass uns zuerst mal über das Geschehene reden, ne? Also, ich meine, was die Leute immer gerne hören, sind so Pleiten, Pech und Pannen. Und ich erinnere... Haben wir keine gehabt? Nein. Ich kann mich an nichts erinnern. Also ich erinnere mich, also ich ergreife mal das Wort. Ja, ich, ja. Der. Wie immer. Der immer meistens ausflippt. Ja, ne? Ja. Ergreif mal. Ich bin ja die Ruhe in Person, also von uns dreien. Also, ja. Und, du bist unser Ruhepol. Ja. Unsere Peter erdet uns immer. Unsere ersten 10 Folgen, die, sind ein paar schief gegangen, sag ich so, mal. Wir hatten ein oder zwei Stolpersteine, ne? Es ist auch... Also wir wären eigentlich schon bei Folge 20. Na, das ist gelogen. Jetzt übertreibt er wieder, ne? Wie wenn der Fische wenn schätzt, Fische so, schätzt. Ne? Ja. Das kannst du, normalerweise müsstet ihr so... Dann müsst ihr, eigentlich müsst ihr so eine Klausel unterschreiben, dass er nur noch die Wahrheit sagt, so, ne? Ein Übertreiber vor dem Herrn, was er mir heute auf den Kopf gehauen hat, war nämlich auch nicht so krass. Ja. Wie man tut. Aber komischerweise hat er eine Delle im Kopf, ey. Ja, ja. Boah, war das asozial, ey. ja.
Also wir haben ja, also die Aufnahmesituation, die wir jetzt haben, ist ja perfekt. Also vorher haben wir das über den PC gemacht, ne? Genau, über den PC mit Interfaces und theoretisch war das gut, praktisch nicht. Weil wir hatten zum Beispiel, also ich kann mich an eine Situation erinnern, wir hatten ein Musikbearbeitungsprogramm, wo auch wirklich professionelle Musik mitproduziert und aufgenommen wird. Das Problem war nur, was keiner von uns wusste, dass die maximale Speicherkapazität bei 2 GB lag. Und die waren erreicht nach einer Stunde, oder? Nee, das war kurz vor Ende. Wir waren fast fertig. Kurz vor Ende haben sich dann gleichzeitig, weil wir alle drei ja, wenn wir an drei verschiedenen Orten aufnehmen, probieren die, also das alles gleichzeitig starten, dann muss das danach, müssen die Tonspuren übereinander gelegt werden, gemastert werden, bla bla bla. Ist ja nicht so interessant für die Zuhörer, aber es ist nicht so einfach, an drei verschiedenen Orten das zu machen. Braucht man auch Leute, die ein bisschen Ahnung davon haben, und die haben ja alle drei dich. Die haben uns dann Gott sei Dank über... Ja, der Sura ist ja technisch sehr visiert. Ja, genau. Aus dem Bekanntenkreis angeeignet. Was macht eigentlich die Drohne? Ja. Da kommen wir gleich zu. Du schuldest mir eine, Junge. Oh, Schwede, aus der Nummer kommst du nicht mehr raus. Ich bin weg. Ja. Ich muss weg. Ja. Auf jeden Fall sagt der Peter nur so, ey, mein Programm hat sich aufgegangen. Ich so, meins auch, und Marian seins auch. Lange Rede, kurzer Sinn. Der Podcast war dann halt dahin, ne? Ja, das war dann auch alles gelöscht, das war einfach nicht mehr da. Ja, ne? Es war weg. Also ja nicht, ich hatte so, eine Datei, die war leer. Also die war einfach leer. Die Aufnahme war quasi da, aber sie war leer. Boah, ey, was eine Katastrophe. Ja, das war. Und das war gut. Allerdings muss ich dazu sagen, wo wir dann einfach die nächste Folge aufgenommen haben, war es jetzt nicht schlechter. Also es hat ja. Nee, war in Ordnung. Ne? Also dann hatten wir noch einen SD-Kartenausfall. Das war auch ein bisschen ärgerlich. Oh. Da war die SD-Karte einfach kaputt so. Und die war fusch neu. Deine. Also ich. Aber? Ja, Moment, ja genau, doch, deine. Ja, genau. Aber die war nagelneu. Und dann habe ich einmal Kopfhörer vergessen. Boah, oh, der Schwede ist durchgedreht. Der Schwede ist sauer. Ja, ja, oh, ich war sauer. Ich war auch ein bisschen sauer, muss ich sagen. Weil der Schwede ist, Sura, du hast eine Aufgabe zu erfüllen. Ja. Und da hat er gekocht, ey. Ja, ja. Da hat er gekocht. Immer dieses, das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Genau so. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Auch genau der Tonfall. Ja, ja, immer. Genau immer, der Tonfall. Immer. Ich hab Mensch, Sura. Ja, und dann, Mensch, dann so. Mensch, Sura, boah, nee, Jungs, nee, Jungs, ey, ich bin raus, ey, ich bin raus. Also, da war. Ja, ja, voll sauer, der Typ. Ja, ich, ey, ohne Scheiß. Ich mein, aber versteht man ja auch. Ich meine, vielleicht habe ich es auch übertrieben und hin und her. Ich mein, hast du. Aber ich war echt kurz davor, die ganze Sache hinzuschmeißen. Weil das stimmt. Da gebe ich auch offen zu. Und das war auch übertrieben von mir und alles möglich. Ich mache Fehler, die ich auch, gebe auch zu, dass ich Fehler mache. Ey, aber ich war da so mit den Nerven am Ende, da ich gesagt habe, scheiß auf diese ganze Kacke, ey. Wir sind zu blöd, was aufzunehmen. Weißt du, jeder Depp macht irgendwie einen Podcast und wir Idioten kriegen das nicht hin. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Wir geben Geld dafür aus und kriegen das nicht hin. Ja, und jetzt muss man natürlich auch dazu sagen, jetzt, ne, ich sag mal, du hast einen sehr, sehr zeitintensiven Job. Du bist Familienvater, 2 Kinder und du hast natürlich jetzt auch nicht mal eben so locker flockig die Zeit und kannst dir das alles so flexibel einteilen, so, ich sag mal, jetzt wieder Maui und ich. Ja. Und wenn wir dann da sitzen und ich voll Idiot dann einfach nur die Kopfhörer vergessen habe und auch in dem Moment einfach nicht mehr die Möglichkeit habe, darauf zurückzugreifen. Also du warst dann, ja angeln auch, ne? Ja, genau. Ja, genau. Dann ist es natürlich schon nachvollziehbar, dass du sagst, okay, das ist beschissen. Aber tatsächlich weiß ich, dass wir am nächsten Tag noch gesprochen haben, telefoniert haben und du das wirklich das Ganze in Frage gestellt hast. Hab ich, ja. Bin ich auch ganz ehrlich. Ja. Und aber dann kam ein Bierpaket und dann haben wir wieder alles vergessen. Ja, klar, Mann. Den Schwedes kann man schnell wieder einfangen mit Alkohol. Ah, dann wird er gefügig. Ja, ja, ja. Nee, ich sag mal so, das war uns ja allen, da war ja keiner froh damit so. Oh, ne? Vorsicht, Wespe. Ja, ich sehe schon. Wir sind in der freien Natur. Oh, geh weg. Die Natur greift mich an. Ja, ja. Die Natur ist unser Feind. Jetzt ein Abflug. Ja, das haben wir aber dann wieder hingekriegt. Haben wir die Technik auch überarbeitet. Haben wir die Technik überarbeitet, haben uns halt nochmal erkundigt, was einfach. Wir haben halt einfach gesagt, wir brauchen einfach was, wo man auf Record drückt. Genau. Und dann geht er los. Und dann und wieder auf Stopp und dann ist es fertig und sonst nichts. Weil mit diesem Interface, was wir da alles auch einstellen mussten und so. Das war schon kompliziert, allerdings muss man auch dazu sagen, wir haben es uns alle ein bisschen einfacher vorgestellt. Ja. Und man muss sich da dann auch einfach von Leuten beraten lassen, die ein bisschen Ahnung von der ganzen Angelegenheit haben. Das stimmt, ja. Das haben wir Gott sei Dank gemacht und jetzt läuft die Geschichte. Ja, jetzt läuft. Also jetzt haben wir ja hier unsere Geräte. Wir haben ja eins, wo wir bis zu 4 Mikrofone anschalten können.
anschließen kann. Oh Gott, es fängt schon an, das Bier wirkt. Wenn ich auch sehe, wie der Schwede ist, die Mütze auf. Ja, 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 Dennis aus Hürth. Ich hab grad schon gedacht, ich muss Handy nehmen. Dennis, Oma, Dennis ist aus, doch Kriki, genau. Dennis aus Hürth, hallo. Dennis aus Hürth hat die Mütze nämlich ganz genau so auf, wie Peter die gerade auf hatte. Peter, eigentlich nur Peter so, aus Darmstadt. So draufgesetzt. Ja, ja, oh, fast. Oh, oh, hier. Ja. Ja, was ist sonst denn noch passiert, ey? Ansonsten hat eigentlich alles gut funktioniert. Ja, es hat eigentlich alles so gut funktioniert. Ne? Man muss halt gucken, wie man das Ganze hostet und auf diese ganzen Streaming-Plattformen hochlädt und so. Da muss man sich auch ein bisschen mit auseinandersetzen. Aber ich glaube, das haben wir alles gut hinbekommen. Wir sind überall verfügbar. Da muss ich ja mal für den Maui mal eine Lanze brechen. Da ist der Maui ja extrem emsig, sich da durchzuforsten und zu gucken und zu tun und zu machen. Also voll, unfassbar langen Atem hat er da. Unfassbar. Ja, worauf ich überhaupt... Jetzt werde ich rot. Habe ich überhaupt gar keinen Atem, überhaupt gar keine Geduld, da zu gucken. Wenn das jetzt sofort funktioniert, dann verliere ich, ihr kennt das ja, schnell die Geduld. Ja, ja. Du bist, Schwede, seine Zündschnur ist very, very short. Der hat eine Zündschnur, Alter, die ist so kurz. Ja, wie ein Schottrick. Hast du heute Morgen gemerkt, ne? Ja, ja. Die ist kurz wie ein Schottrick. Nee, aber ich denke, uns macht das unglaublich viel Spaß. Wenn wir uns euer Feedback anhören, macht euch das unglaublich viel Spaß. Und, also man muss... Ich muss dich jetzt nochmal unterbrechen. Also es gibt ja eine Sache, die wir ja gar nicht so geplant haben, die sich aber jetzt als ja, wichtiges Element von unserem ganzen Carpi-Projekt entwickelt hat. Das sind diese Memes, die ihr uns zuschickt. Mega. Das ist, ich meine, das hat ja, ich weiß gar nicht, wie das angefangen hat. Ich weiß auch gar nicht, wodurch. Auf jeden Fall, wir haben ja, Marian verteilt das, also hat ja ein bisschen so die Hand da über das Instagram, über den Instagram-Account und Facebook. Ist ja unfassbar, was ihr uns zuschickt und wie lustig das ist. Das ist echt geil, ist das. Unfassbar lustig. Und da merkt man ja auch, ne, wenn man so ne, ein bisschen über sich selbst lachen kann, wir haben da einfach total Spaß mit. So, ne? Voll, nie also, aufhören, bitte nie aufhören. Her und damit. Mit den Bierpaketen auch nicht. Wir leben davon. Aber ich glaube, das war halt auch so der ganze Grund oder die Ambition, die halt auch noch dahinter steckt, so gerade hinter dem Thema Podcast und ich sag mal generell, wie wir das Ganze so ein bisschen versuchen aufzuziehen, einfach. Weil wir sagen, ey, es ist eine Zeit irgendwie gekommen, wo sich viele unserer Meinung oder unserer Auffassung nach zu ernst nehmen. Ja, und wir einfach gedacht haben, Leute, lasst uns doch einfach mal wieder ein bisschen Scheiße labern, Spaß haben, Spaß vermitteln und einfach mal die Kirche im Dorf lassen. Das war ja auch das Konzept. Ich habe noch damals zu Peter gesagt, Digga, wenn wir so Podcast machen, dann muss das eigentlich so sein, wie wenn wir telefonieren. So, was wir Spaß haben manchmal beim Telefonieren, ja, uns den Arsch ablachen und denken, da hab ich gesagt, Digga, wenn du das hier mitschneiden würdest, da hätten die Leute Spaß dran. Ja, so, ne? Also, ich mein, und das war ja, wie wir mit den Büchern angefangen haben, mit Zeitreise und mit Zwielicht. Ching, ne? Ching. Wie oft wir da telefoniert haben und wie wir uns kaputt gelacht haben. Ne? Und wir sind ja beide Podcast-Fans, also ja. Fans, Maui und ich. Und ich meine, du hörst immer Gemischtes Hack, ich höre immer Böhmermann und Schulz. Also, ja. Fest und flauschig. Ja. Und Late Night Berlin. Ich höre immer Hörbücher und Hörspiele von Disney und Pixar. Ja, genau. Ja, der hört immer hier Bibi Blocksberg und TKKG und so. Ich will aber kurz auch noch Late Night Berlin erwähnen. An der Stelle finde ich auch sehr unterhaltsam. Ja. Und da habe ich gesagt, ey, lass uns da einfach so einen Podcast machen. Weißt du, also wir bringen ja schon was rüber, was Angeln belangt. Aber das Angeln... Der Hund kotzt. Ich dachte eigentlich, der Erste, der kotzt, ist der Schnurrer. Tatsächlich. Ich dachte, du wärst der Erste, auch was von dem Bier getrunken. Oh. Ey, nicht wegklecken, nein! Das sieht übel aus. Nee, ich fresse immer so viel Gras. Okay. Also es ist ja. Alles gut, ne? Kommt in die besten Familien vor. Wir machen das so locker, dass wir Themen schon angelspezifisch besprechen, aber auf eine lockere Art und Weise. Und nicht halt jetzt sagen, jetzt kommt heute der Trotrick-Podcast und da wird nur über Trotrick gesprochen. Ich glaube, wir müssen den Leuten auch nicht mehr das Angeln erklären. Ich meine, wir werden ja auch noch, das kann ich jetzt auch hier schon mal sagen, wir werden auch noch ein paar Podcasts aus der Reihe machen. Mhm. Also könnt ihr euch schon mal drauf freuen. So ein paar, ich sag jetzt einfach mal, Sonderpodcasts, die kommen werden. Da wird bestimmt auch mal noch mit mehr. Mit Angelina Jolie und Dan Bilzerian, die haben sich angemeldet, ne? Genau, ja. Sophia Tomala. Ja, ach stimmt. Alle da. Hat die sich jetzt bei dir wieder gemeldet? Okay. Die war halt voll sauer halt, ne? Wegen Jenny. Ja, wegen Jenny halt. Die hat Jenny auch ganz böse Nachrichten geschrieben und so. Aber ich glaube, die hat sich als der Siebenschläfer verwandelt. War der tätowiert, der Siebenschläfer? Ja, da war Till Lindemann auf dem Unterarm. Ja. Super. Ja. 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 Herrlich, ey. Nee, aber da kann man dann auch mal, aber guck mal,
Ich glaube auch, die Hörer wollen jetzt auch nicht, dass wir uns hier hinsetzen und stocksteif irgendwie Ricks erklären oder nee. Irgendwie, ne? Weil wir reden ja auch gerne über, ne? Man hört ja, wie der Peter schon sagt, so zwischen den Zeilen kann man ja immer wieder ein bisschen was mitnehmen. Aber ich glaube, wenn wir jetzt hier einfach so ganz trocken irgendwie so, sag mal, so ein Technikangelbuch runterlabern würden. Dafür haben wir ja auch die Hörerfrage, ne? Da probieren wir ja auch so eine gesunde Mischung aus Technik, Erlebnis und Meinung auch, ne? Ja. Zu irgendwie zu eine Melange zu kreieren. Oh. Ne? Boah, eine da Melange. Da noch hin, der ey. Akademiker. Ich bitte nochmal rein. Der Akademiker. Das ist der nie, nie in der Uni war, ey. Der Akademiker. Ja. Peter Student sei ja nur in der Disco. Ja, ich also, nur in der Disco. Ich finde, man sieht das auch anhand der Fragen, die halt reinkommen. Und diese Hörerfragen, die kommen ja nicht nur rein, wenn wir halt einen Aufruf dazu machen, sondern wirklich beinahe täglich. Ja. Fliegt da irgendwie was rein. Und tatsächlich, finde ich, ist es so, dass ich glaube, es wirklich so prozentual weniger Fragen tatsächlich rein spezifische Angelfragen sind. Ja, auf jeden Fall. Keine Ahnung, Haken und was weiß ich hier, ne, Gewässer. Nee, die Leute interessieren, glaube ich, einfach andere Dinge dann auch, ne? Ja, aber man muss aber auch sagen, wenn wir darüber reden, über eine Session oder so, dann redest du ja darüber, wie hast du jetzt gefüttert, wo hast du hingelegt, womit angelst du oder sonstiges, ne? Und wenn mal was irgendwie, wenn eine Frage da ist, dann fragt uns auch. Ihr könnt uns ja fragen, wir können ja auch ergänzen, wir machen ja auch Richtigstellungen, ne? Ja. Aber da hätten wir ja auch noch was. Ich will aber nochmal, bevor wir dazu kommen, will ich schon nochmal ganz kurz eine Sache zu diesem ganzen Podcast sagen, und das war halt unser Hauptaugenmerk, ist halt einfach Entertainment. Ne? Einfach. Und ich muss auch das Wort zum Sonntag sagen, es macht einfach verdammt nochmal viel Spaß. Ja. Verdammt. Mir macht's einfach. Ich freue mich darauf, das zu machen. Ich höre mir die an und ich muss wirklich über uns drei Deppen lachen. Ich auch. Selbst ich. Und es ist auch so geil, dass halt so viele Leute, die ich halt kenne, die nichts mit dem Angeln zu tun haben, die den auch hören. Ey, so viel auch gestern auf der Versammlung, die Jungs aus dem Verein halt auch Raubfischangeln halt, die sagen, ey, so, ich höre mir das jedes Mal an. Ich muss an der Stelle auch. Ich habe es gestern versprochen, ich habe gesagt, ich hoffe, ich kann mich heute noch dran erinnern. Ich muss den Pablo grüßen, wenn der jetzt gerade mit dem Gabelstapler durchs Lager fährt. Work on. Jetzt, ich hab auch noch hast, was. Hast du deinen Gruß bekommen, mein Freund. Ich habe Wort gehalten. Die lieben das. Und auch Leute, die mit Angeln nichts zu tun haben, aus meinem Freundeskreis, auch bei dir, ne, irgendwie Arbeitskollegin von deiner Freundin und so. So viele Leute, die das hören. Und mir haben auch schon ein paar Leute geschrieben, die sagen, ey, ich bin eigentlich Raubfischangler. Aber ich höre mir das total gerne an, obwohl ich zu Karpfen gar keinen Bezug habe. So, ne? Das feiere ich schon. Aber ich hab wirklich von der besagten Dame auch ein Paket bekommen. Ne? Also die nicht angelt, die in keinster Weise was zu tun hat, die ich auch nur wirklich am Rande kenne. Also ich habe sie 2-3 Mal getroffen. Und die war wirklich die Woche bei uns und hat bei uns gefrühstückt und hat uns ein Paket gebracht. Ey, wisst ihr, was da drin war? Also sie hat mitgekriegt, dass ich natürlich vollmundig, so wie ich natürlich schätze, auch gesagt habe, wir saufen alles weg, was in Folge 10, was wir da zugeschickt bekommen haben. Ey, jetzt pack mal aus, da ist ein Beutel Kochsalzlösung mit Zugängen, mal, mit Pflaster, mit Halterung. Es sind die Tüte, die hier liegt, oder was? Es sind 4 verschiedene Nadeln, also für Mädchen, Jungs, Männer und halt, wenn es ganz schnell gehen muss, das ist praktisch ein Gardena-Gartenschlauch, den du dir in die Vena reinhauen musst. Also das ist wirklich so, wenn du dir das anlegst... Ist abgelaufen. Nee, ja, ne? Ey, Kochsalzlösung. Ey, ich muss das zugeben, ich habe das schon mal gemacht. Ne? Also nach dem Suff, Kochsalzlösung dir gelegt. Alter, das ist das Beste, was du machst. Damit füllst du ja deinen Elektrolythaushalt sofort auf, ne? Sofort. Und damit ist der Kater praktisch weg. Weil du bist zwar noch müde, aber der Kater ist weg. Und die bringt uns das vorbei. Und was da noch drin ist... Falls wir 3 Schiss haben und uns das nicht trauen, das zu machen, hat die uns noch ein paar Socken da reingelegt, falls wir kalte Füße bekommen mit Karpfen drauf. Ey. Nein! Doch. Muss mal gucken, ey. Ich finde das total befremdlich. Würde ich nie machen, ohne Scheiß. Ja, ich mache das morgen bei dir. Ich habe eh seltenst einen Kater und wenn, dann kann man, das ist auch mal ein Tipp an der Stelle, im DM kann man sich so Katertrottabletten kaufen. Das sind eigentlich auch, einfach auch nur Elektrolyte. Und jetzt kommt noch mal ein Gratis-Tipp für alle. Ein Kater entsteht einfach nur, weil dein Körper über Nacht, wenn du schläfst, Elektrolyte ausschüttet. Nimmst du Elektrolyte zu dir, bevor du schläfst, geht es dir am nächsten Tag besser. Könnt ihr im DM oder bei jedem anderen Drogeriemarkt auch kaufen. Katertod-Tabletten.
Ach Gott, jetzt haben wir natürlich nur ein kleines Problem. Was denn? Wer darf denn die Socken behalten? Ja, also der die kalten Füße bekommt. Ich sehe. Also nach fünf, wenn ich noch fünf Bier trinke, kannst du mir ruhig einen Zugang legen. Mach ich. Ich auf gar keinen Fall. Direkt in die Hauptschlagader. Ey, nee, Leute. Hört auf, ey. Das finde ich ein bisschen befremdlich, ehrlich gesagt. Ohne Scheiß, wir haben das mal gemacht. Da waren wir in Köln im Karneval und danach haben wir uns ein Ding gelegt. Das war super. Nee, super. Das mache ich nicht. Ich will die haben, die Socken. Darf ich die haben? Ja, du darfst sie haben. Ich frage jetzt absichtlich, wo wir hier aufnehmen, weil sich wahrscheinlich von euch keiner die Blöße geben will und will sagen nein. Aber die sind geil. Passen die denn überhaupt? Ja, 43 bis 46. Da ist ein Karpfen drauf, guck mal. Da ist ein Karpfenangler drauf. Super. Also an der Stelle vielen Dank. Ja, vielen Dank. Ich erwähne mal den Namen nicht, weil es sind ja medizinische Produkte. Ich weiß nicht, wo die herkommen. Genau. Ist ja vielleicht auch lauter. Ist da noch irgendwas anderes drin? Ein paar Xanax oder Antidepressiva? Boxis. Geil. Da kann ja der Marian gebrauchen, weil er ist erst ein Fisch hat. 1 zu 13. Ey Jungs, ich redet weiter, ich hol das nächste Getränk. Hol mal das nächste Getränk. Ja. Hol mal das nächste. Tatsächlich was? Ist Bärenbräu auch schon empty. Ja, aber das ist ein interessanter Geschmack gewesen. Also Bärenbräu, Burger am Trier, nicht schlecht. Mir ist das ein bisschen zu sauer. Ich finde, das schmeckt tatsächlich wie so eine Weinschorle. Ja, es ist interessant, ja. Also ich muss auch sagen, ich merk's. Das Weizen, das hat uns jetzt hier weggehauen, glaube ich. Ich bin auch kein Weizenbiertrinker, ey. Aber war trotzdem lecker, also. Aber Marian, wo wir jetzt gerade hier so in der Zweisamkeit sitzen, ist jetzt kein schönes Thema, aber daraus ist was wirklich Sensationelles entstanden. Also du hast ja eben schon mal die Flutkatastrophe angesprochen in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz. Marian hat, glaube ich, einfach aus dem Bauch raus eine Spendenaktion ins Leben gerufen mit einem Bild von einem Karpfen. Aber was daraus geworden ist, Marian, unfassbar. Ja. Vielleicht erzählst du mal ein bisschen was darüber, ja. Weil das wirklich ohne Scheiß, egal ob Karpfenangler, nicht Karpfenangler, egal, ich meine, da hat es alle erwischt. Ja. Und das ist wirklich unfassbar, was da passiert ist. Aber Marian, erzähl mal. Ja, also vielleicht erst kurz die Flaschen öffnen und dann erzählen? Ja, ja, bitte. Oder? Ich nehme Fürsten. Also wir haben hier, der Steffen hat uns hier ein Potpourri gesendet aus verschiedenen Sorten. Ui, hier ist Tannenzäpfle. Tannenzäpfle, ein Fürstenberger Helles und ein Hirschhelles mit einem Hirsch vorne drauf. Ich nehme das Zäpfle, Tannenzäpfle. Ich lese das auch noch ganz kurz vor, um das hier vernünftig abgearbeitet zu haben. Musst du immer hier das goldene Alu-Zeug abmachen. Ey. Ja. Servus Maurice, Marian und Peter. Und den Maui gegen den Kopf werfen. Ey, guck mal, wenn der. Ja, ja, da wird er wieder kapitzig. Ja, ja, ne? Da wird er immer vorlaut. Ja, ja, ja. Dann. Ja. In vino veritas. In vino veritas. Servus Maurice, Marian und Peter. Maurice mit dem rollenden R. Danke für den besten Podcast der Welt. Ja, gut, das kann ich so bestätigen, ne? Ja, natürlich. In diesem Paket befinden sich drei verschiedene Hopfengetränke aus meiner Gegend. Die nette Dame. Oh, kommt aus dem Schwarzwald. Die nette Dame auf der Tannenzäpfenflasche heißt Birgit Kraft. Das so viel heißt, bei uns im Schwarzwald, Bier gibt Kraft. Schönes Wortspiel. Das Hirschhelle. Bier gibt Kraft. Bier gibt Kraft. Bier gibt Kraft. Da hat's, hast du es verstanden, Marian? Muss ja, nochmal, erklär ihm das nochmal ganz genau. Das ist auch gut. Erklär mal ganz genau. Der Akademiker hier. Der Erklärbär. Ja, ja. Das Hirschhelle ist der kleine Bruder vom Hirschpilz, war leider ausverkauft, steht da in Klammern. Das 2019 den World Beer Award gewonnen hat. Ui. Das Karpfenbier hat auch irgend so einen European Beer Award gewonnen. Ja, stimmt, das stand auf der Flasche. Ja, war auch da drauf, habe ich eben vorgelesen. Das Fürstenberger Helle ist seit 2021 auf dem Markt und sehr heiß begehrt. Lasst euch die schönen Hopfen Kaltgetränke schmecken. Beste Grüße aus dem Schwarzwald, Steffen. Geil. Instagram steffen_702 und der Abschlusssatz ist Prost auf die Kapitäne. Geil. In diesem Sinne. Steffen, guter Mann, ey. Welches möchtest du machen? Richtig guter Mann. Nee, das Naturhelle. Hau du dir mal das Große rein. Okay. Wir sind da schon ein bisschen länger hier. Ich nehme das Tannenzäpfle. Das Tannenzäpfle kenne ich, finde ich nicht so geil. Ich mag das ehrlich nicht. Das ist mir zu würzig.
Ehrlich? Mhm. Das ist für richtige Männer. Naja, der Sura ist ja, ja auch ja, eher genau. So der Fassbrausetrinker. Sura, ich mach dir doch einen auf. Ihr Spaß. Ich spiel das, Junge. Ja, ja, aber, ne? Ja, ja, Junge, Junge. Meinst du, wenn der da Tanzzäpfle jetzt drin hat? Wenn der so weitermacht, dann wird der so eine richtige Revolution. Wenn der so weitermacht, kriegst du ja, eine Revolution. Wir hauen uns heute. Kriegst du noch eine Trachtprügel, ey. Große Freude. Prost, ich liebe euch. Cheers. Ihr. Prost. Prost. Boah. Der schäumt, der schäumt. Übertreib es einfach wieder. Ja, ja. Doch, passiert. Boah, Schwedes, du bist so ein mieser. Unglaublich. So, super. Gut, kommen genau. Wir zur vielen, ja, vielen Prost. Dank. Danke, Steffen. Kommen wir zu deiner Spendenaktion. Ja, ach, die ehrlich. Spendenaktion. Also, wie ihr natürlich alle mitbekommen habt, ist ja bei uns in NRW ziemliches furchtbares Chaos ausgebrochen durch die ganzen Fluten. Und ja, ich weiß gar nicht, Stand aktuell, wie viele Tote es gegeben hat. Aber unabhängig davon, ne? Ist es einfach wirklich unvorstellbar gewesen, was hier passiert ist. Und ich wohne im Kreis Heinsberg in Gallenkirchen und die Gallenkirchener Stadt von uns, die war halt auch betroffen und war aber wirklich im Gegensatz zum, ich sag mal, in der Erftregion und Stolberg-Eschweiler, was halt auch jetzt nicht unbedingt weit von mir ist, also so gut 25 Minuten nur, nicht so krass betroffen. Aber ohne Scheiß, jeder von euch, der das nur im Fernsehen gesehen hat, ey, man kann es sich nicht vorstellen, wie es wirklich aussieht, wenn man es live sieht. So, und ich bin einfach, ich saß auf der Couch und habe halt Nachrichten gehört und bin dann irgendwann auf Toilette gegangen und laufe halt an diesem Bild vorbei. Und ich habe dieses Bild halt Anfang des Jahres mal gemalt, aus der Langeweile heraus. Du hast selbst gemalt? Ja, ja, genau. War ein selbstgemaltes. Und bin so vorbeigegangen und habe mir so gedacht, irgendwie kam das einfach so in meinen Kopf, so ey, ich versuche jetzt einfach mal eine Spendenaktion ins Leben zu rufen und um die Leute so ein bisschen zu ködern, ja, versuche ich einfach dieses Bild zu verlosen. Unter allen, die halt teilnehmen, ja. Jeder soll irgendwie ein kleines Los kaufen für einen kleinen Betrag und der Erlös, der geht dann halt, ja. In deine Tasche. Genau, in meine Tasche. Nee, nein, nein. So. Um Gottes Willen, und, Spaß. Hab das dann halt einfach so aus dem Bauch heraus entschlossen, hab das gemacht und hab das Bild hochgeladen und hab halt so ein PayPal Money Pool da aufgemacht und ich hab noch zu Maren gesagt, ich sag, boah, also wenn ich so 1000 Euro zusammenbekommen würde, dann fände ich das schon echt geil. Ey, und nach 24 Stunden hatte ich schon 2500 Euro. Unfassbar. Und dachte nur so, richtig fett. Okay, krass, wer weiß, wo das hingeht. So. Und ich hatte diesen Money Pool gedrosselt auf 5000 Euro, aber das war einfach nur so, das war so aus den Sternen gegriffen und dachte, ne? Aber es wurde immer mehr. Es wurde immer mehr. Und ich konnte wirklich minütlich mein Handy oder mein E-Mail-Account aktualisieren und es kam nonstop PayPal-Benachrichtigungen rein. Hat gespendet. Wahnsinn. So. Und ich habe ja angegeben, dass jeder nur, also 5 Euro, ne, spenden soll. Ey, und da haben so viele 15, 20, 30 Euro, 50 Euro. Aber man kann auch mal die erwähnen, die wirklich, also... So, und auf einmal, ja, Oliver Landwehr, 500 Euro. Uff. Krass. Jan Brauns, Nature Bates, 1000 Euro. Unfassbar. Unfassbar, Rainer Gunder, Jungs. Saugeil. Gut, Rainer, genau, ja, wirklich. Unfassbar, ja. Und dann noch eine Privatperson, Rainer Gründer, 1000 Euro. 1000 Euro. Und es ist... Es wurde einfach mehr, es wurde immer mehr. Super, so. Ey, das ist, und ich habe das Ganze ja... Da stockt mir echt der Atem, ey, weil ich einfach nur denke so, ey, boah, ey, Wahnsinn, das sind echt Leute, Wahnsinn, die sind genau. so selbstlos. Ja, und fast alles Angler. Ich meine nicht nur tatsächlich, ne? Also ich habe halt auch so über meinen privaten Freundeskreis, Familienkreis und so sind auch Spenden reingekommen. Mein Vater hat sich immer so ein bisschen den Spaß gemacht, wenn irgendwie ungerade Zahlen war, hat er die immer aufgestockt und immer gerade gemacht. Wie viel hat jetzt am Ende des Tages war, weiß ich nicht. Aber, aber halt auch wirklich Bekannte. Oder die Großmutter und die Mutter von einer Freundin von mir haben dann zusammengelegt und auch 150 Euro gespendet. Super. Die nichts mit dem Angeln zu tun haben. Die auch selber gesagt haben, pass auf Marian, mit diesem Bild können wir erstmal so nichts anfangen. Aber darum geht es ja auch gar nicht. Ist ja nur Mittel zum Zweck. Richtig, genau. Ne? Und ja, das Ende vom Lied war, dass ich beim Ende dieser Aktion 10.600 Euro zusammenbekommen habe.
Ja? Richtig stolze Summe. Genau. Und der Alex Kaspariados hier von Kaspariados Design, der diese Armbändchen macht. Ah, okay. Der sagte noch zu mir, pass auf, ich habe auch eine Spendenaktion ins Leben gerufen, da sind 150 Euro zusammengekommen, bevor ich die jetzt alleine irgendwie vermittle oder so, zahle ich die auf den Pool noch mit ein. Und der Olli, noch ein Kumpel von mir, der ist selber aus Stolberg, der war auch die ganze Zeit vor Ort, der sagte, pass auf, ich werde halt noch den Restbetrag, werde ich auch noch spenden, dass wir halt auf 11.000 Euro kommen. Wahnsinn. Ja, und jetzt habe ich mal eben 11.000 Euro zusammenbekommen, die ich halt nächste Woche spenden werde. Okay, an super. An einen Dorfladen in Ficht. Also wenn die Folge jetzt hier rauskommt, dann ist es bereits passiert. Ich habe tatsächlich lange geguckt, wo will ich spenden, ja, oder wo sehe ich den meisten Nutzen und Bedarf. Und gar nicht so einfach, muss ich sagen. Weil für mich war die richtige. Genau. Und für mich war ganz klar, alles, was staatlich gefördert ist, da will ich einfach dieses ganze Geld, was halt einfach durch diese ganzen Angler privat halt gespendet wurde, will ich da eigentlich nicht mit einfließen lassen, weil da Gelder fließen werden. Ja, ja, klar. So. Darüber hinaus, alles, was Kirche ist, war für mich auch klar, die Kirche hat so viel Geld. Da wird auch Geld fließen, also warum soll das Geld dahin gehen? Und dann habe ich geguckt und da wurde dann schon eng, dass ich natürlich diese Summe nicht auf irgendwelche privaten Leute verteilen kann, ist klar, weil ich muss und will mir das auch quittieren lassen, um halt auch, sag mal, da für mich auch selber die Sicherheit zu haben, dass mir halt im Nachhinein keiner auch sagen kann, wer weiß, was der Sucher mit der Kohle gemacht hat. Naja, ne? Klar, also würde ich auch öffentlich machen, also musst du machen eigentlich. Ne? Naja, da darf man sich nichts nachsagen lassen. Nein, ne? Voll, ne? Und ihr wisst, wie es läuft so. Ne? Und deswegen war für mich klar so, ne, das kann ich auch nicht machen. Und dann habe ich geguckt und getan und gemacht und habe dann eine Dorfinitiative gefunden, die halt vor vielen Jahren geschaffen wurde, wo halt in Stolberg-Fischt ein Dorfladen aufgemacht wurde, der direkt neben einem Altersheim ist, und dieser Dorfladen hat halt so die nötigsten Sachen, die halt so die Menschen in der Region halt brauchen, also Lebensmittel, und bietet aber auch gleichzeitig Sitzmöglichkeiten, wo halt sich die ganzen alten Dorfbewohner und die Leute aus dem Altersheim und sowas halt auf einen Kaffee treffen können und können halt ein bisschen Zeit verbringen und ja, einfach zusammensitzen, quatschen, tun und machen. Und da dachte ich mir, ey, ganz ehrlich, da ist es gut aufgehoben. Weil der Dorfladen ist halt, der lebt nur von Spendengeldern. Ist eine gute Idee, ey, weil, ne? ich glaube, weißt du, wenn diese öffentlichen Spenden, die werden ja über den Schlüssel dann verteilt, und ich weiß nicht, wie das jetzt genau gemacht wird, aber oft bleiben ja dann so kleine Nischen, die bleiben verschreckt. Unbeachtet. Absolut. Ja. Absolut. Ich gut, ne? Ey, und ich super. Dachte mir einfach, weißt du, ganz ehrlich, diese ganzen alten Leute, die sind so alt, die haben teilweise die Kriegszeit und Nachkriegszeit haben die halt erlebt und leben jetzt wieder, leider, ne, durch so diese... ein totales Chaos. Genau, in diesem Chaos. Die stehen vor ihrem Nichts, vom Nichts. Genau. Und wenn du denen damit eine Freude machen kannst, wenn die sich irgendwo wieder treffen können und können halt einen Kaffee schlürfen, perfekt. Und ja, an dieser Stelle auch wirklich nochmal an jeden Einzelnen vielen Dank. Also und an dieser Stelle auch mal Danke an dich, ne? Dass, ja, die Aktion, dass du das gemacht hast. Geile Nummer, Marian. Kann man nur feiern. Sau gut. Also auch, sag mal, an die jetzt hier 1000 Euro, Jan Brauns, der zweite, den kennt. Rainer Gründer war das, ja. Ja. Privater einfach, ne? Also wirklich. 1000 Euro, ne? Da merkt man auch, weißt du, dass den Leuten das, also das ist ja jetzt nicht 50 Euro oder so, sondern da merkst du auch wirklich, den nicht was da drin. Ja, das sind ja Summen, ne? 1000 Euro, ja. Jungs. 1000 Euro. Ja. Also darauf sollten wir jetzt nochmal anstoßen. Genau. Und ich sage jetzt mal so, damit wir hier mal vorankommen mit den Paketen, exen wir das jetzt mal schön runter und machen das nächste auf. Okay, also, ja. Prost, Jungs. Los. Ich hab's echt schon hier halb leer. Ja. Cheers. Ja, exen cheers, kann ich cheers. Jetzt nicht, aber. Nein. Runter damit jetzt. Wir machen jetzt nächste. Du exert jetzt. Oh. Prost. Auf euch. Vielen Dank. In diesem Sinne, ab in die Rinne. Boah, Gott, oh Gott. Das ist aber lecker. Ah, also wenn ich jetzt hier das eine oder andere mal aufstoße... Ja, ich wollte es sagen. Ey, Entschuldigung. So, pass auf, wir machen jetzt mal. Also jetzt haben wir jetzt wirklich, also wir müssen von der Spendenaktion, Marian, sensationell, wir schließen das mal ab. Ja, ich mache jetzt mal direkt die nächste auf. Mach mal die nächste auf. Wir haben nämlich hier eine ganze Kiste noch bekommen. Eine Kiste? Ja, ja. Oh Gott. Ich habe davon ein paar kalt gelegt. Oh Gott. Die steht hier, jetzt pass mal auf, ich zeig euch das jetzt mal. Zeig mal. Ey, wieso aber das musst du dir mal vorstellen.
dass jemand sich die Mühe macht und eine ganze Kiste Bier Herke. Verschickt. Herke! Ja. Da ist sogar noch eine Riesenkiste. Rappel mal, warte 30 mal. Flaschen. Klippert da nicht so, aber da sind schon ein paar raus. Da steht doch was drauf, lies mal vor. Auf dieser Kiste ist mit Pappe oben drauf geklebt. Ich muss mal kurz das Mikrofon in die Hand nehmen, Achtung. Moin, ihr Kapitäne. Feierlich übersende ich euch einen Kasten Bier unserer Privatbrauerei Herke aus Peine. Denn Herke verleiht Stärke. Wortwitz ist vorhanden. Oder wie manche es nennen, die Peiner Sterbehilfe. Jetzt hat jemand Humor. Gönnt euch zu Folge 10. Die 10 guckt hier in Sternchen. 30 handliche Granaten im Kampf gegen den Durst. 30, jeder Prost, 10. Männers. Gruß Markus Walter. Auf Instagram marva_carpfishing. Boah, Markus, ey. Davon haben wir vorhin schon mal eins zum Warmmachen getrunken. Und jetzt nehmen wir noch eins davon. Ja, aller hopp. So, drin damit. Jungs, hier. Marian, deins. Oh Gott. Oh. Oh, das sind so schöne kleine Stumpen da, weißt du? So kleine Düsen hier. Richtig handlich. Ja, so handliche Dinger, ey. Ey, was die sich für Mühe geben, ne? Auf jeden. Super, ich finde das geil. Also auch wenn sie sagen, wir wären Säufer, aber irgendwie... Aber man muss auch mal dazu sagen, das will ich auch noch mal kurz sagen, weil der auch so ein paar Leute gesagt hat, wir trinken da immer und so, also so wirklich betrunken sind wir ja eigentlich seltenst. Ja, heute schon. Ja, heute schon, aber wir trinken halt mal ein Bier, aber muss ja dazu sagen, ist jetzt auch nicht so, dass wir uns da immer weglöten. Also ich weiß, dass wir, wo wir bei dir den zweiten Podcast aufgenommen hatten, hatten wir schon, wir waren vorher auch live, leicht einsitzen, aber es ist ja auch nicht so, dass wir uns hier wegdonnern. Aber ist heute, ja meistens mal ein Fläschchen Bier oder sagen, ja Maria eine Fassbrause, eine Milch mit Honig ich oder so. Ich trinke so 7 Liter, ne? Rosé. Ja, ja. Nee, aber heute haben wir auch gesagt, heute lassen wir mal 5 Grad sein. Und, ja, genau. Dann kann man, kann man noch mal eins mehr trinken. Man sieht ja, da ey, muss man noch mal eins wegexen, ne? Da muss man mal ein Mann sein. Man muss das Leben ja auch genießen, weil wer weiß, was passiert. Man sieht ja mit der Flutkatastrophe, es kann ja alles passieren, ey. Ja. Ich meine, das ist... Ist einfach aber so. Sollen wir gerade noch vielleicht, bevor wir das jetzt, wir haben noch dieses kleine Paket da unten. Ah, das würde ich gleich machen. Nee, das kleine da drunter. Das kleine da drunter? Ja. Ach man, hier, wir haben so viele Pakete. Moment. Das fand ich nämlich auch lustig. Ein Paket? Maui, willst du wieder? Ja, ich nehme das da mal hier. Da ist auf jeden Fall höchstens ein aufblasbarer Kasten drin. Ja, Maui ist unser Entpacker. Unser Entpacker. Ein Entpacker. Das kommt vom Raimund Lührs. Raimund. Slicktone Carpfishing. Ah, da oben von den Hamburgern, oder? Ist das Hamburg? Ich glaube sogar, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Ist das nicht sogar Ostfriesland oder Deutscher. So? Deutscher. Ja, ja. Ja, ja. Ich habe euch jetzt nur gerettet. Ihr Versuche, ey. Erdkunde 1. Und dieses Paket ist hier, guck mal, wie so ein Geschenkpaket. Oh, mit so, mit Stroh. Wieso liegt hier Stroh rum? Ah. Ist doch egal, trinken wir einen. Da drin ist, ganz lustig. Was ist das? Das sieht so nordisch by nature aus, ey. Friesischer Kapitänstee. Geil. Wie, kein Alkohol? Nee, ja doch auch, aber hier wo? Ist, da kommen wir gleich zu. Warte mal, das ist eigentlich so vom Teepalast. Und der hat sogar zu uns gesagt, es dauert noch ein bisschen, weil die den nochmal abmischen mussten. Also wir haben hier friesischen Kapitänstee. Teepalast, du kennst doch nur den Glutamat-Palast, ey. Ja, Glutamat-Tempel. Tempel. Ich liebe China-Buffet. Boah, da würde ich jetzt aber auch einmal gerne durchfliegen. Ja, und jetzt haben wir hier dazu natürlich auch ein Teelikör. Das Herzstück. Ein Teelikör aus Ostfriesland, wo Tee zu Hause ist. Echter ostfriesischer Teelikör mit Vanille. Erwärmt und mit Schlagsahne besonders lecker steht da drauf. Aber ich würde vorschlagen, das werden wir mal in der Winterfolge zu uns nehmen, weil ich glaube, jetzt bei 30 Grad ist bei ein unserem Weihnachtswichtelangeln. Ich nehme da jetzt einen Schluck von. Schrottwichtelangeln. Ich nehme da jetzt einen Schluck von. Echt? Na, zum Probieren. Ganz kurz. Ja, lies mal vor. Hallo, liebe Kapitäne. So langsam macht ihr mir echt Sorgen. Lachs, Miley. Ich höre in jedem Podcast immer nur etwas von Alkohol. Da könnte ja jemand auf die Idee kommen, ihr seid dem Alkohol verfallen. Nö. Das können wir auf jeden Fall bestreiten. Bestätigen. Damit ihr mal was Gesundes bekommt, habe ich mir gedacht, ich schicke euch einfach mal was zu. Für die Kapitäne gibt es natürlich nur Kapitänstee. Geil. Wie es sich für Kapitäne gehört, hatte natürlich einen leichten Rumgeschmack. Als zweite Beilage ist noch ein kleiner Teelikör dabei. In Klammern, ihr solltet nicht komplett auf Alkohol verzichten. Ich wünsche euch viel Spaß und ich hoffe, ihr versteht den Gag. Bleibt weiter so und bleibt gesund. Viele liebe Grüße, Slicktone Carpfishing. Sehr gut, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank.
Ey, das ich nehme jetzt einen Schluck von dem Likör. Also wirklich, ich fühle mich echt ein bisschen gerührt, was die Leute auf sich nehmen und auch schreiben. Das riecht aber geil. Guck mal, das riecht wie ein Flavor. Riech mal. Ein bisschen Vanille. Oh. Das ist denn? Das ist zu spät. Ich wollte gerade sagen, einen Schluck trinkt jetzt jeder. Ein kleines Schlückchen. Peter, schau einfach mal. Corona-konform. Oh, der geht aber. Oh, das, die Köln geht immer. Komm, Maria. Der ist lecker. Der ist gut. Das riecht gut. Ey, das ist echt lecker. Mm. Oh, den muss ich mir mal bestellen, ey. Teelikör. Der schmeckt auch so ein bisschen Tee. Das ist geil. Ja. Tesura. Krieg ich gerade Locken, ey. Ja, das wäre schön. Gefährdenschluss. Schön wäre. So. So, wir sind aber jetzt bei einer Rubrik. Und die würde ich gerne machen, weil das ist wirklich richtig cool. Wir hatten eine Rubrik, oder nee, Rubrik ist eigentlich falsch. Die Richtigstellung. Ah ja. Ich habe ja das Fundstück der Woche vorgestellt. Das war ja dieser Karpfensackhalter, dieser Retainer. Die Hundeleine. Diese Hundeleine. Ja. Und die ist ja von JRC. Und irgendwann haben wir mal so zwischen den ganzen Senieren über dieses Produkt, haben wir dann mal die Frage gestellt, was heißt denn eigentlich JRC? Genau. Man nimmt das ja so geflogen im Mund. Ey, ich habe eine JRC-Liege, ich habe eine JRC, bla bla, ich habe JRC davon, da hin und her. Und keiner wusste, was JRC heißt. So, und jetzt hat uns das ist der Instagram-Name, der Stefan-Rai85-Carpfishing geschrieben. Ich dachte Robin Illner. Nee, Robin Illner haben wir ja gefragt. Robin, Mann, was ist mit dir los? Hörst du unseren Podcast nicht, oder was? Majestätsbeleidigung. Aber echt, ey. Mann, Robin. Ja. Weißt du, in Zwolle trinkt der immer mit uns, ne? Ja, ja. Mit diesem selbstgebrauten Scheiß. Die alte Partykanone, ey. Also, der Stefan hat uns geschickt, also JRC bedeutet, also JRC, das sind die Anfangsbuchstaben der Nachnamen der Gründer der Marke. Und zwar ist das der William, spreche das jetzt richtig gut? Chalbert, David Rudin and John Campbell. Also J. And. Er sagt schon N. Jetzt habe ich N. End. Oh, ja. Peter ist wirklich ähnlich. Oh Gott, ey, gib mir nochmal was von dem Tee rum da, ey. Der ist gut, ne? Der ist gut, der ist echt gut, lecker. Geil. Damit putze ich mir nachher die Zähne. Ich wollte gerade sagen, der zündet auch, ich merke das direkt. Ah, den merkst du so ein bisschen, der brennt so ein bisschen. Aber der ist geil. Aber das finde ich geil, weißt du? Ich bin noch nie auf die Idee gekommen, das zu hinterfragen. Aber jetzt weißt du das wenigstens, dass das die Anfangsbuchstaben, also der Nachnamen der Gründer sind. Sind wir alle wieder ein bisschen schlauer, ne? Ja. So, und wenn wir jetzt gerade schon beim Fundstück sind, das erste Fundstück, was wir ja damals vorgestellt haben, das war, glaube ich, in Folge 7, 8. Ja, 7 oder 8. 8 oder 6. Nee, 7 oder 8. Das war ja der Ziprunner. Der legendäre, mittlerweile jetzt schon. Legendäre Ziprunner. Also, wir haben das ja heiß diskutiert im Ziprunner. Also, es gab ja jemand, der war ja neutral, einer, der war dafür und einer war dagegen. Und der Herr? Eine gute Mischung aus In- und Out. Ja, ja, ja. Also wir haben es einfach, wie es im richtigen Leben ist, ne? Also ja, wie wenn wir uns am Telefon drüber unterhalten hätten, wie wir eben gesagt haben. So, wie man darüber ja, redet. Ja, also ich meine, wenn du... Ungeschönt, ungeschminkt, ungeschnitten. Es ist ja oft so, wenn du was nicht in der Hand hast und das noch nie benutzt hast, dann kannst du ja auch schlecht ein Urteil darüber bilden. Oder du bildest dir das falsche Urteil. Genau. So, und jetzt ist... Wir haben es ja alle erstmal so ein bisschen belächelt. Ja. Belächelt, ja. Also müssen wir ganz ehrlich sagen. Ja. Aber, da stand auf einmal ein Paket auf Mauis Balkon aus Österreich. Ey, ich bin abends nach Hause gekommen, es war schon dunkel. Das ist noch gar nicht so lange her, das war mal Mars vor 4-5 Tagen. Und ich gehe auf den Balkon und denke so, was ist das für ein Paket hier? Und ich gucke auf diesen Adressaufkleber und sehe nur Ziprunner. Und da wusste ich eigentlich schon, was die Uhr geschlagen hat. Ne? Peter, willst du mal? Ich lese es mal vor. Ja. So. Und der gute Mann hinter dem Ziprunner, das ist der René Potzmann. Ich lese einfach mal vor, was er uns geschrieben hat. So, und dann machen wir das Paket mal auf. Ich sag schon mal vorweg, wir haben uns noch so ein bisschen Zeit freigeschaufelt und werden diesen Ziprunner mal auf Herz und Nieren prüfen. Wir machen gleich ein bisschen Blödsinn damit. Also einen richtigen Carpi-Test, würde ich sagen. Carpi-Test. Ja. Also was wir mal festgestellt haben schon, also in den ersten Handhabungen dieses Gerätes, der reagiert nur, also wirklich ausschließlich nur auf einen Bissanzeiger. Ja, das erzähle ich gleich. Ich lese mal vor. Genau, lese erst mal vor.
Hallo Maurice, Peter und Marian. Da ich euch leider nicht über den Facebook Messenger erreicht habe, Marian, musst du immer nach den Nachrichten gucken, Facebook, Mann. Facebook, keine Ahnung. Sende ich euch dreien einfach mal ganz frech einen Ziprunner zu. Also René, also damit haben so wir überhaupt eine Frechheit. Nicht, also wirklich, nein, nochmal an der Stelle, also vielen, vielen Dank. Wir wissen, dass das, also dein Produkt kostet 200 Euro, verkaufst du das, ne? Meine ich 200 Euro? Ich, sorry, dass ich das nicht hundertprozentig weiß. Also nochmal, ey, sensationell, wirklich vielen, vielen Dank. Also, ich lese weiter. Ich bin nämlich auf euren genialen Podcast gestoßen und unter anderem auch auf die Folge 7. Also Folge 7. Ah, siehst du, da haben wir doch schon. In der ihr meinen ZipRunner als Netzfundstück präsentiert habt. Einfach genial und ich muss selber lachen. Somit sollte jetzt Peters Wunsch erfüllt sein. Ich wusste gar nicht, dass ich den Wunsch geäußert habe. Und ihr könnt den ZipRunner testen mit Smiley dahinter. Also vielen Dank. Also ich habe vergessen, dass es mein Wunsch war. Ja, du hast nur gesagt, wir könnten das ja mal ausprobieren, wenn wir einen hätten. So ja, und das werden wir auch tun, René, auf jeden Fall. Gerne könnt ihr dann über eure Erfahrungen und über euer Feedback darüber berichten. Kurz zu meiner Person und dem ZipRunner. Ich heiße René Potzmann, komme aus Österreich und bin im Süden des schönen Bundeslandes ja. Burgenland zu Hause. Ey, das ist so schwer. Zungenbrecher. Jetzt. Naja. Ich bin der Erfinder des ZipRunner und seit mittlerweile Januar für Deutschland 2017 an diesem Projekt dran. Also auch schon lange, ne? Ist schon lange. Wir haben jetzt 2021. Bis hierhin war es kein leichter Weg, da ich dieses Projekt zur Gänze allein aufgezogen habe. Aber nun ist der ZipRunner endlich im Verkauf. Das war ja, da wo wir drüber gesprochen haben, war er noch nicht im Verkauf. Und kurz danach Folge drauf war er dann online. Im Verkauf. Genau. Ja. Also guter Zufall eigentlich. Ja. Super. Hat gepasst. Jeder einzelne ZipRunner wird bei uns in Österreich durch Handarbeit hergestellt, was sich natürlich auch im Preis niederschlägt. China-Preise sind da leider nicht möglich. Dafür das aber die Qualität ist top. Also ich meine, wie wir den aufgemacht haben und haben das eine ZipRunner in die Hand genommen. Also allein schon die Verpackung ist ja Gold wert. Also wirklich, also schwarz in einer richtig festen Karton, also ganz, ganz edel. Aber auch der ZipRunner an sich, also wirklich, also der ist richtig haptisch schwer und sensationell. Der Grundgedanke von dem Gerät ist, ich schalte das Ding ein, lege mich schlafen. Wenn mich dann ein Fisch weckt, ist mein Zeltinneres beleuchtet und die Tür ist bereits aufgezippt. Ich muss heute Nacht muss ich mal daran denken, ohne Scheiß. Ich musste heute Marian, du kannst jetzt lachen. Ich bin ja Brillenträger, ich habe 5 und 6 Dioptrien auf den Augen. Ich muss immer die Brille anziehen, Kopflampe an. Und danach die Zelttür auf, also wenn die schon auf wäre, wäre es eigentlich einfacher. Habe ich heute Nacht dran gedacht. Ohne Scheiß. Bevor ich den ZipRunner nicht kannte, wäre ich gar nicht auf die Idee gekommen. Also weiter. So muss ich im Halbschlaf nicht mehr in der Dunkelheit nach dem Zip fummeln. Ja, ist genau der Fall gewesen. Klar, der eine will den ZipRunner, der andere eben nicht. Ist ja auch logisch. Es sollte einfach generell eine kleine Hilfestellung sein. Und das ist er auch. Vor allem, wenn man auch an Angler mit Handicap denkt. Klar, gibt es ja auch. Ja, weißt du? Das ist ja das, wo du eben sagtest, man betrachtet das immer erstmal von dieser, was ist das für ein Kram? Ja, wir denken ja immer so, ein bisschen einlinig und sagen, aber klar, logisch. Es ist ja kein Produkt für die Masse, sondern eher für eine Nische. Ne? Ja, genau. Ja. Oder Hook and Hold oder Welsangler, die einfach schnell an der Route sein müssen. Vielleicht wäre der, Marian, wärst du schneller an der Route gewesen, hättest du den Fisch auch gekriegt, dann einen einzigen Biss. Als Füllmaterial in der Versandkartons verwende ich Maisstärke-Pellets. Sag ich jetzt nicht so. Ja. Ich lasse ihn den Moment. Ja, gönn ihn. Ich reite auf der Welle des Erfolges. Ja, der wird nämlich schon wieder vorlaut. Für die Dinge hat, denke ich, fast jeder Karpfenangler eine Verwendung. Also diese Maispellets kann man auf einen Haken stecken und dann sinkt der Haken leichter, also ganz langsam zu Boden und die lösen sich dann im Wasser auf. Ist alles nachhaltig und gut. Aber überzeugt euch einfach selbst von dem Teil und ich würde mich über euer Feedback freuen. Bis dahin, bleibt gesund, Kapitäne, haut was raus, Grüße aus Österreich. Was war jetzt? Erklär doch noch mal kurz mit den Maispellets, bitte. Boah, hey. Wie man merkt, es wird schwierig schon zu lesen. Aber es gibt auch Firmen, die füllen die Maispellets in kleine Dosen, aber verkaufen sie dir für 1 Million Euro. Ne? Nie wieder einen Biss verpassen. Also wirklich auch, sag mal hier, so der Flyer, der dabei ist. Also die Haptik ist wirklich sehr gut. Ob man das jetzt haben will oder nicht, ist jedem selbst überlassen. Ich muss dazu sagen, wie gesagt, wir haben es ja alle ein bisschen belächelt. Ich habe das an dem Abend dann ausprobiert und habe auf der Couch gesessen und habe wie so ein
Mongo, sage ich jetzt einfach mal politisch unkorrekt, so piep, 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 so Bissanzeigertöne nachgemacht und das Ding hat nicht reagiert. Ja, auf die Töne würde ich auch nicht reagieren, ey. Mach besser, mach mal. Piep, piep, piep. Ja, mach mal. Piep, 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 piep. Oh, das ist aber viel besser. Du hörst dich ja an wie so ein halbgeschlachtetes Hähnchen, ey. Hähnchen. Oh Gott. So, Super, kannst du einen Full Run besser nachmachen? Sag, mach mal, zeig mal. Kann ich nicht. Mach doch mal. Hört auf, ihr Full Runs. Pack jetzt da den Apparat auf. Ja, ja, ich hab ihn doch hier in der Hand. Also, ich meine, man kann natürlich jetzt hier schlecht darstellen, aber also wirklich, wir werden es gleich ausprobieren. Wir werden mal ein paar Versuche machen. Ne? Also die Haptik ist super und dann habe ich muss das noch kurz zu Ende bringen, ja. Ich habe kurz den Faden verloren und dann habe ich gedacht, ey, der reagiert gar nicht auf so Piepsgeräusche. Und dann bin ich in die Garage, habe einen Bissanzeiger geholt, habe einmal an den Bissanzeiger gepiepst und das Ding ist direkt losgestartet. Also wie auch immer der es macht, weil ich dachte eigentlich, das reagiert nur auf Lautstärke. Das war so meine... Dann wird das ja auf jeden... entfleuchten Lüftchen im Zelt reagieren. Ja, ja, weiß ich nicht, vielleicht werde ich laut nachts Ratte brülle und es ist eigentlich nur ein Siebenschläfer, dass er dann auch angeht, aber der reagiert wirklich nur auf dieses Bissanzeigergeräusch. Geil. Also wir werden es gleich ausprobieren, wir werden auf jeden Fall mal so 1 bis 12 Videos davon machen, oder? Ja. Aber, und das muss ich echt dazu sagen, Videographer Maria, ne? Genau. Weißt du, hast du deine Drohne dabei? Ja, ja. Wir werden das mit der Drohne aufnehmen. Deine. Die schenkst du mir, ja, du schuldest vielleicht mir kann, eine. Vielleicht kann ja der Ziprunner die Drohne aus dem Wasser ziehen. Was ich auch noch mal kurz dazu sagen muss, ich habe auch, also so normalerweise denkst du halt erstmal, brauchst du nicht. Aber ich habe jetzt mal so an eine Situation gedacht, wenn ich im Winter angel, gehe ich immer so gern vor Holz. Ich finde Hook-and-Hold-Angel immer ein bisschen anstrengend. Klar, manchmal muss es sein, aber das ist immer so, du hast immer so dieses, boah, du kannst eigentlich nicht mal in eine Ecke gehen zum Pinkeln, weil du halt eigentlich mit der Hand an der Rute schlafen musst. Und wenn du Hook-and-Hold angelst im Winter, ja, mit der Hand an der Ja, super. Ja. Wolle man reinlasse. Der war gut. Also ich meine, wenn du im Sommer Hook-and-Hold angelst, ist der Schlafsack offen, die Zelttür ist offen, aber so im Winter, so einbarrikadiert, so, ne, mit Heizung und dickem Schlafsack, ganz ehrlich, ich sag nicht nein, wenn die Tür schon offen ist, so, ne? Und ich habe das an dieses Video, ich jetzt schon geil. Dieses Video, was ich euch geschickt habe. Mit der Hand an der Rute schlafen. Hand an der Rute schlafen. Folge 10, die Hand an der Rute. Die Hand an der Rute, das ist ein guter Folgenname. Und ich habe das dann, dieses Video, was ich euch auch geschickt habe, in eine Gruppe geschickt von ein paar Kollegen von mir. Und in dieser Gruppe sind 5 Leute und 2 haben das Ding an dem Abend noch bestellt. Ehrlich? Weil die das so geil fanden. Und Influencer vor allen Dingen, Kaulbach. Ja, ja, ich... Hast du einen Rabattcode schon? Ich hab Marktmacht. Boah. Rabattcode. Ich genau. Rabattcode, ey. Und, was auch Maui, wirklich, habe ich letztens schon erwähnt. Promille. Prozent. Prozent. Was auch ein geiles Gimmick ist, muss man auch echt. Das hat sogar die Jungs überzeugt. Die waren total. Die waren, boah, geil, muss Scham. So, die waren richtig Feuer und Flamme. Und das ist halt das, was ich sage. Es gibt Leute, die haben da Bock drauf. Es gibt Leute, die haben da keinen Bock drauf. Das ist doch genauso wie, ob du dir jetzt einen Schirm holst für 150 Euro oder ein Zelt für 1000. Wenn du Bock drauf hast, mach doch, was du willst. So, ne? Und was aber die Jungs auch total überzeugt hat, war diese Sauerstoffmangelsicherungsgeschichte, ne? Dass wenn du im Winter die Heizung anhast und wenn der Sauerstoff zu niedrig ist, genau, geht dann Alarm an. Geht der Alarm an. Ist, ja. Ja. Gut, alles in allem. Und Licht. Und 330 Licht. Lumen Licht. Ja. Also Licht. Ich kann ja nochmal die technischen Spezifikationen kurz mal durchgehen. Also Akkulaufzeit ist 5 bis 10 Nächte, natürlich je nach Beanspruchung. Weil, also ich glaube, bei mir wäre jetzt heute Nacht schon leer gewesen. Beim Sucher hältst du ein Jahr. Steilvorlage. Öffnungsweite 1 bis 2 Meter stufenlos, also das Seil, was da dran ist, wie man es auch immer nennt, wie nennt man es, Kordelseil, schon relativ lang, aber das werden wir nochmal im Video zeigen, Temperaturbereich, ist klar, ist für die Batterie ist das wichtig, 0 bis 50 Grad plus, aber obwohl 50 Grad plus muss man in der heutigen Zeit ja auch schon mal sagen, und die LED hat 330 Lumen, das ist hell. Die Abmessungen sind 18 mal 5 Zentimeter. So. Also wie das Durchschnittsglied. Ich wollte gerade sagen, wie ein Durchschnittspenis. Gut. So, Jungs. Wir werden das Ding später ausprobieren. Und ja, vielen Dank an dieser Stelle. Ja, also René, mega geile Aktion von dir. Super gemacht. Für das Lichtschwert. Ja, wollen wir noch mal ein kurzes Päuschen machen? Ja, würde ich sagen. Ja? Ja. Also jetzt muss ich mal kurz austreten. Machen wir. Das Herke... drückt und die 3 davor auch. Er ist auf jeden Fall soweit. Schwedes hat die Kappe schon dahin. Ja, super. Ich hab die Kappe auf.
Der Likör, der ist super, ne? Ich will davon, ich trinke noch einen Schluck davon gleich. Männers, bis gleich. Bis gleich. Planks, mittlerweile ein Synonym für Qualität. Die drei Modelle der Carp One und die Inceptor-Routen mit den zwei Griffoptionen sind aus der Karpfenszene nicht mehr wegzudenken. Flanks Routen, eine Qualität für sich. www.flanks.de. Oberflächenangeln Next Level. Schwimmbrot war gestern, jetzt gibt's Carp Mellows. Mit dem Project Surface ist ab jetzt eine komplette Oberflächenrange bei Carpfos am Start. www.carpfos.de. So, da sind wir wieder. Guess who's back? Back again. Oh, also ich muss sagen, das ist die anstrengendste Folge bis jetzt, aber die macht echt Spaß. Ne? Macht auf jeden Fall Spaß. Ich bin mal gespannt. Ich muss mir das mal anhören, ob wir langsamer reden als sonst, oder? Also ich red meistens schneller, wenn ich trinke. Ja, du bist ja auch unser linguales MG42. Ich spitte die Wörter. Orales. Ja. So, ich hab hier was mal aufgemacht, Jungs. Oh, was? Oh, noch was? Ja, jetzt komm. Wir müssen wenigstens mal alles antesten. Das ist das Paket von der Familie Baumann, das wir auch schon mal im Podcast erwähnt haben. Ja. Zierndorfer, okay. Kellerbier, Naturtrüb und Zierndorfer Landbier. Das cool. Gute Zierndorfer Landbier. Da gib mir mal das Landbier. Ja. Ich hätte gerne das Kellerbier. Alles klar. Ich nehme auch ein Land. Kellerkind kriegt Kellerbier. So. Yeah. Oh, Junge, Junge. Wo kommt das denn her hier? Zierndorf. Zierndorf. Haben wir uns da schon mal drüber unterhalten? Ah, stimmt. In Franke. Reinheitsgebot. Okay, du kannst den Dialekt besser. Kannst du das noch? Bei der Dunschuhfabrik. Ja, genau. Bei der Matthäus-Fabrik. Bei der Dunschuhfabrik. Also musst du von da unten. So, Männer, Prost. Hier, Prost. Oh. Ja, komm, Sura, it's a hard job, it's a hard job, was soll man have to do? Weißt du, ein Mann wie ein Berg. Ah, weißt du? Ist er schön. So, was ist das jetzt? Keller. Das Keller, genau. Und wenn wir gerade noch dabei sind, ist auch noch ganz kurz erwähnt, weil das schmeckt ein bisschen malziger, ey. Ja. Hat aber auch, ne? Ist ein Feingeschmäckle. Nicht schlecht. Und damit hier auch keiner mehr untergeht, das ist auch der Letzte im Bunde. Das ist lecker. Das ist gut. Ist der Philipp. Der Philipp, der weiß, was ich gehört habe, nämlich mal Wein geschickt. Oh, ja. Ist das der Mann mit dem Rosé? Ja, warte, ich muss noch mal ganz kurz holen. Wie gesagt, wir trinken den Rosé, glaube ich, erst mal das Bier leer machen, aber ich muss euch den zeigen. Beim Grillen. Ich muss, ja genau. Wir gehen ja gleich nochmal live und machen den Grill dabei an. Oh wei, oh wei. Ich brauche Grundlage. Aber die Flasche muss man sehen, weil das ist kein normaler Rosé. Das wird euch gefallen, pass auf. Zeig ich mal. Du hast nur gesagt, dass wir zwei Flaschen Rosé bekommen haben. Aber auch nur zwei Flaschen, also wir sind da zu dritt. So, oh, da. Da. Schwerer. Sag mal, aber das ist da, Maui, guck mal. Ja, ich hab grad schon gedacht, die machen schwer Feuer, die Boys da hinten, hey. Das Holz ist nass, das hat Feuer schon so. Brasse. Die Nachbarn. Ja. Siehst du aber nicht, weil du mit dem Schocker sitzt. Die Schocker. Siehst du nicht, ach, mal nee, los. Ach, Entschuldigung. Das war die Fassbrause. Die trinken wir doch morgen zum Nachdurst, ey. Ja. Also um die Zeit Maui, zu überbrücken. Maui muss sich organisieren. Maui muss, ja. Aber bei den ganzen Tüten, die der angeschleppt hat, bleibt das ja nicht aus. Also wie viel haben wir jetzt gehabt? 11, ne? Nee, 9? Nee, 9. 9. 8 oder 9. Ja, okay, ich habe ja noch die Kochsalzlösung gehabt, unser Notfall. Jetzt sind auch schon wieder neue Pakete unterwegs, habe ich heute Bilder geschickt bekommen. Ey, und naja, ich meine, wir haben immerhin noch einen kompletten Kasten Bier mit 30 Flaschen bekommen. Also es ist jetzt echt. Und wir haben ja auch von dem anderen noch nicht alles. Also wir haben ja mehrere Flaschen, da müssen wir noch alles. Naja, wir haben ja noch einen langen Abend. Mir hat auf jeden Fall auch aus dem Nachbardorf einer geschrieben, er hat noch eine Kiste Bitburger da stehen. Ich soll Bescheid sagen, dann bringt er uns die vorbei für die nächste Session. Ja. So, jetzt pass auf, ich lese erst ganz kurz vor. Liebe Kapitäne, kleine Stärkung für anstrengende Aufnahmenabende. Eures Kapi-Podcast und als Dankeschön für den unterhaltsamen Zeitvertreib beim Autofahren. Lasst es euch schmecken und macht weiter so. Beste Grüße. Philipp auf Instagram, also Philipp abgekürzt, PHLPP_MGNHMR. Also ein schöner Zungenbrecher. In echt heißt der Kannst du das nochmal wiederholen? Ich wollte mir das nochmal aufschreiben. Ist doch ganz einfach. MGNHMR. Crazy Carp. Pass auf. Philipp Massenheimer. Und jetzt guckt euch die Flasche an.
Da ist ein Karpfen drauf. Da ist ein Karpfen drauf. Das ist Crazy Ose. Crazy Carp Ose. Nein. Und das ist genau meine Kragenweite hier. Mein gut Carp. Ey. Herrlich. Wir müssen auch mal ein Bild von posten. Auf alle Fälle. Also das ist. Geil. Das ist das sehr, ist sehr stilvoll. Wo gibt's so den? Was Schreiber Carp. Gutsabfüllung im Weingut Carp Schreiber. In 54472 Braunberg. Ist gar nicht so weit von mir weg. Landwein der Mosel. Product of Germany. Geil. Geil, oder? Karpfenwein. Ja, den legt ihr mal in den Kühlschrank, den werden wir gleich schön zum Grillen den essen. Den nehmen wir zum Grillen, oder? Hä? Den werden wir zum Grillen essen, hast du gerade gesagt. wir essen mal eine Flasche Rosé und trinken ein paar Bauchscheiben. Man merkt, wir haben Wort gehalten. Wie der da sieht mit der Kappe. Das sieht aus. Das ist doch total Alter, geil. Wenn ihr das sehen könntet. So geil schief. Nein, besser eben, nicht. Ey. Eben wie Dennis auf Hürth und jetzt so. Ja, ja, ist so, ne? Und jetzt so schräg nach vorne, so halb schräg. Ich hab auch schon ein Foto gemacht. Ist ein Bild für die Götter. So, Männer, jetzt hier, wie gesagt, der gute Zierendorfer. Und dann machen wir mal weiter im Text. Ja, machen wir weiter. Wir sind nämlich jetzt hier bei unserer letzten Rubrik. Und zwar das Gewinnspiel, unsere Hörerfrage. Oh ja, die darf nicht fehlen. So, und wer ist dafür zuständig? Unser legendärer, technisch visierter und Drohnenkiller. Der Hörerfragenbeauftragte. Sehr genau. Der Hörerfragenbeauftragte. Hörer. Okay, dann haltet euch jetzt mal fest. Oh wei. Oh Gott. Ich muss nochmal einen Schluck nehmen von meinem Landbier. Die gepickt wurde für die 10. Ausgabe. Aber warte mal, wir müssen mal kurz sagen, was der gute Mann bekommt, ne? Ein Zwielicht. Der bekommt ein Zwielichtbuch. Vom Tobias Steinbrück. Alter. Geil. Mark Fosen, ey. Mark Fosen hat eine geile Story geschrieben. Ronny de Grote. Die Story vom Fosen da so. Ich sag jetzt einfach mal. Unerlaubterweise im Einkaufszentrum. Geil, aber das Geile ist das Bild, wo er in der Parkhaus, Tiefgarage steht, ja. Komplett mit Rucksack, komplett gepackt mit Ruten und will dann angeln gehen. Mega. Also, das ganze Buch ist einfach voller lustiger Geschichten. Gönnt euch. Geile Geschichten. Geile Geschichten. Einfach auch wie dieser Podcast, das ist halt Entertainment, ne? Da erklärt dir auch keiner, wie du angelst. Wollte ich sagen, das sind schon Geschichten. Da brauchst du auch vielleicht schon ein bisschen Eier, um das. Brauchst du ein bisschen Schneid. Ja, wollte gerade sagen, ne? Aber geil. Ja. Geil. Ja, gut. Erzähl, also pass auf. Also, okay. Das Buch geht an. Hörerfragenbeauftragter Sura. Die Hörerfrage. Das Zwielichtbuch gewinnt Karpfenangeln Augsburg. Das ist sein Instagram-Name. Okay. Die Frage, die er gestellt hat, ist, Jungs. Oh, da kommt wieder. Jetzt kommen hier gerade lauter Schiffe und die ist laut. Warte mal ganz kurz. Oh, okay. Nichts passiert. Warte mal, wir müssen mal gerade hier abwarten. Oh, da ist ein schwerer Dampfer, hey. Aber wo ist denn eigentlich das Partyschiff? Das haben wir heute noch gar nicht gesehen hier, ne? Nee, das kommt erst, wenn es dunkel wird. Das Partyschiff liegt hier vorne vor meinen Routen, ey. Gehen wir heute Abend eine Runde Raven drauf, oder? Ich mach gleich die Atzen an, ey. Wir fragen einfach Disco so Jetski-Fahrer, Pogo, ob der uns mal zieht mit dem kleinen Einarmer. Ja, das ist ja krass, Alter. Ja. So, nein, jetzt hört zu. Ja. Jetzt hört so, zu. Jetzt aber. Also, die Frage ist... Oh. Da hat's gepiept, jetzt kommen wieder Wellen. Boot. Alles verzieht sich, geil. So, pass auf. Wie steht ihr zum Thema Filmen am Wasser? Was hat das für Auswirkungen für die Locals etc.? Oha! Da hast du aber jetzt... den Namen haben wir nicht, oder? Gerade jetzt natürlich in dieser medialen Zeit, ne, wo alles geflutet wird von Clips, Videos und. Sicherlich ein interessantes Thema. Aber ich meine, wir beide als Teamangler für eine große Firma haben uns ja schon von Anfang an immer Gedanken darüber gemacht. Wo filmen wir, was filmen wir, können wir da filmen und hinterlassen wir da auch keine verbrannte Erde. Ne? Das war eigentlich immer so unsere Grundvoraussetzung für Gewässer, die wir uns dafür ausgewählt haben. Ne? Aber es ist ein schmaler Grat, ne? Das ist ein verdammt schmaler Grat. Verdammt schmaler Grat ist es. Und es geht nicht immer gut. Nee. Weil man kennt auch nicht immer alle. Man kennt vielleicht jemanden, mit dem du dich darüber unterhältst, der gibt dir Informationen und sagt, alles kein Problem. Aber andere sehen das vielleicht ganz anders. Weil, ich meine, ja, klar... Du weißt dann nie, wen du dann noch vielleicht doch noch auf die Füße trittst, der sich angegriffen fühlt. Ne? Also, wenn du nicht an den Paylake fährst, trittst du immer irgendwem auf die Füße. Ja, das meine ich ja, ne? Du kannst ja mit 3, 4 krassen Locals reden, die alle sagen, kein Thema. Und der 5. hasst dich dann trotzdem dafür, ne? Ja. Und also, ohne Scheiß, ich glaube wirklich, wenn...
jemand, der in diesem ganzen Spektakel nicht mitspielt und sich wirklich nur ständig von diesen Videos berieseln lässt, ihr glaubt gar nicht, wie viel Ärger es hinter den Kulissen gegeben hat, gibt und auch immer geben wird. Weil irgendwer fühlt sich einfach immer auf die Füße getreten. Man muss aber auch noch einen Schritt davor benennen. Und zwar, wie viel, na, Ärger will ich jetzt nicht sagen, wie viel Aufwand das ist, ein Gewässer zu finden, wo man drehen kann, ohne dass da, oder wenigstens, oder sagen wir mal, so wenig gering wie möglich. Ne? Weil, ja, weil die Videos werden verlangt von allen, muss man sagen. Das ist das, was ich gerade sagen wollte. Was ist die Konsequenz? Ja. Keine Videos machen ist ja auch, wir wollen doch alle was. Wir wollen ja alle sehen. Was sehen. Ja. Alle, alle. Ja. Und ich meine, der Mensch strebt halt nach höher, schneller, weiter. Und es muss immer extremer werden und immer krasser und immer cooler. Aber das ist einfach ein Stück Kuchen. Und je größer du das Stück abschneidest für größer, schneller, weiter, desto kleiner wird das Stück, was die anderen essen werden, weißt du? Und die werden dann einfach, klar, den trittst du einfach auf die Füße oder auf das Stück Kuchen. Und jetzt muss man natürlich auch dazu sagen, ich sag mal, keiner von uns würde sich ja seine eigenen Hausgewässer verbrennen. So. Und in dem Moment, wo du natürlich ein Video produzierst an einem Gewässer, geht der Fokus halt auf dieses Gewässer. So, ja? Und du ziehst halt die Aufmerksamkeit vieler anderer auf dieses Gewässer. Ne? Und ich glaube einfach, jeder von uns, der hier sitzt, der weiß, okay, wenn wir filmen oder in der Vergangenheit filmen wollten oder sollten, dann versucht man natürlich tunlichst da nicht unbedingt an seinen Hausgewässern zu filmen. So, da aber wiederum fängt natürlich dann das Problem an, okay, was mache ich dann? Wenn ich natürlich vor meiner eigenen Haustüre da diese Gewässer halt nicht öffentlich bekannt machen will, wo gehe ich also hin? Das will ich natürlich auch nicht mit Gewässern machen, wo ich halt anderen auf die Füße trete. Und das ist halt wirklich... Oder potenzielle Gewässer, wo du richtig, vielleicht in Zukunft genau, angeln genau, willst. Wo ne? es absolut schwierig ist, so, und dann hast du ja Gewässer noch das, zu finden. Und ne? dann hast du ja noch das Ding, ein Film ist ja immer nur gut, wenn er auch gefangen wird. Ne? Also es muss ja auch was passieren da drin. Ne? Ja, oder wie du und Steffen einfach mal ein paar wegschlitzen. Ja, ah ja, okay. Ich meine, das war eine mutige Sache und es ist ja auch gut angekommen. Aber ich meine, im Endeffekt... Sag mal, das Ziel sollte ja schon sein, Fisch zu fangen, ne? Ja. Und ich meine, es muss nicht immer ein 50er sein oder 40er oder eine riesen geile Serie und sich dann nachher schulterklopfend dahinstellen und sagen, ich bin der große, krasse Typ, der halt so geil angeln kann, weil Angeln ist halt immer noch viel Glück. Ja, das stimmt wohl. Also ich habe zum Beispiel, wo du eben auch gesagt hast, Hausgewässer, also die paar Videos, die ich auf YouTube gepackt habe, das waren halt schon Seen, an denen ich angel, Hausgewässer, aber halt auch Seen, wo du nicht so einfach rankommst. Ne? Ist halt so. Das sind halt Vereine mit Aufnahmestopp oder wo man auch keine Gastkarten bekommt. Das kannst du dann nach Absprache bringen. Aber ich sag mal, auch gerade wie ihr, ne, da muss ja auch regelmäßiger was gemacht werden. Dann ist es wirklich schwierig, da was zu finden, wo du hin kannst. Wie du schon sagst, ne, wenn du nicht am Payleg fährst, hast du immer irgendeinem, dem es nicht schnufft. So, ne? Ja, und vor allem die Gewässer, die du zur Verfügung hast, die jetzt, ich sag mal, öffentlich sind, da hast du ja auch keinen Bock hinzufahren, wenn schon... Sag mal, 15 andere vorher da waren und einen Film gedreht haben. Weil einfach jeder weiß, okay, die sind öffentlich zugänglich, die Gewässer sind kein Geheimnis mehr. Kannst du hinfahren. Aber wir könnten ja nochmal einen Film in Bled drehen. So, ja, sowas zum Beispiel. Ja. Ne? Ist jetzt geiler so. See, geile Fische, geile Filme gibt es da drüber, aber ich glaube, es ist schon der fünfte oder sechste Film oder allein in Deutschland, der darüber gedreht wurde. Das ist verbrannt. Wurde. Genau das ist, was ich gerade sagen wollte. Du kannst ja nicht den Leuten jedes Mal dasselbe aufs Brot schmieren. Die wollen ja auch Abwechslung. Die wollen ja was mitnehmen aus ja. dem Film. Und die wollen ja was sehen. Und wenn du zum siebten Mal am selben See bist, so, dann sagen die auch, ja gut, jetzt wird's mir langweilig. Ne? Aber auf der anderen Seite musst du aber auch sagen, also wie wir angefangen haben, Marian, vor ungefähr 10 Jahren, sage ich mal, ne, mit so Filmen für YouTube, da kam ein Film im Jahr raus von einer großen Firma. Da gab es ja noch DVDs und so. Ja gut, da war ja noch Magazine und so eine größere ja. Geschichte. Die Medienlandschaft hat sich halt auch verändert. Aber so, heute ne? ist, voll, das, absolut. Ist die Schlagzahl der Filme, die rauskommt, so krass. Also ist ja gefühlt, jede Woche oder jeder dritte Tag geht ein kommt Video ein Film, Video. Jede, also jetzt nicht, also nicht falsch verstehen, aber jede Boilybude bringt, hat regelmäßig YouTube-Filme und sonst, also nicht negativ verstehen, ist ja jedem sein gutes Recht, das zu machen und es gibt auch richtig geile Filme. Aber Joker-Base sind super.
Wer? Wer? Ach, das ist doch dieser Maurice Kaulbach, ne? Ja. Hör das doch. Ja, ja. Soll ein cooler Typ sein, ey. Ja. Gute Produkte. Gute Produkte. Super Produkte. Ja. Lauwarmes Bier. Nein, aber es wird einfach zu viel. Ne? Und das Zelt hat einfach nicht mehr Qualität, sondern nur noch Quantität. Aber. Man bekommt einfach mit, so, ne, wie die ganzen Medien dann einfach jetzt im Moment, also wie es halt ausgelegt wird. Es dreht sich einfach, so gut es geht, es dreht sich nicht mehr um den Inhalt, es dreht sich einfach nur um Content. Content, Content, Content. Konstant Videos bringen, Bilder hochladen und, nur um Reichweite zu generieren. Aber, ich finde es einfach zu kurz. Ich mal Blutgrätsche machen? Ich glaube, in dieser ganzen, in diesem ganzen Potpourri von Filmen, die da wöchentlich rauskommen, geht das auch, glaube ich, mittlerweile unter, was das für Gewässer sind. Klar gibt es dann Projekte, wie jetzt Mark Fosen das gemacht hat mit Urinella war was anderes. Urinella. Mega krass, was ein Wahnsinnsprojekt. Oder auch ein geiles Video. Ja. Echt gut gemacht. Oder Balkan-Projekt oder was weiß ich, aber es gibt da so unfassbar viele Baggerseen-Filme und hier und alle möglichen Taktiken mit Spotrot und was weiß ich. Und da gibt es so viele Filme, dass, glaube ich, das Gewässer schon fast sekundär ist. Also für den Großteil der Leute sekundär. Aber du wirst immer Leute haben, die dir auf der Ferse hocken und gucken, wo du als Angler in der Öffentlichkeit angelst. Die dir hinterherlaufen und gucken, wo du bist und probieren halt genau das zu machen. Obwohl, wenn die dann zu dir an das Gewässer kommen, dann sehen, ja, sieht vielleicht in dem Film ja ganz nett aus, aber die Wirklichkeit ist eigentlich genauso wie das, was ich auch angel. Er muss auch anfüttern, er muss auch hinfahren, er plänkt auch, er muss sich auch anstrengen, hat auch Abrisse und es funktioniert nicht. Und es ist nicht so, wie es jetzt vielleicht in dem Video rüberkommt, er kam sau und siegte, ne? Was einfach nicht so ist, da steckt halt überall richtig Arbeit dahinter, ne? Ja, das stimmt wohl. Ich habe mir ja vor ein paar Wochen mal habe ich mir mal die Mühe gemacht und habe mal bei Instagram habe ich ja mal einen Post gemacht, dass wir gerne mit Fox zusammen ein neues Projekt starten würden und sind halt auf der Suche nach einer bestimmten Gewässerwahl und habe halt so ein paar Kriterien mal gepostet, um einfach mal zu gucken, okay, vielleicht ist ja jemand dabei, der eine geile Idee hat oder vielleicht sagt, ey, pass auf, ihr könnt irgendwie hier zu uns kommen und das ist alles problemlos, das gibt keinen Ärger, vor allem gibt es halt kein böses Blut im Nachhinein und. Ey, und ohne Scheiß, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viele sich bei mir gemeldet haben und gesagt haben, ja klar, komm zu uns. Du kannst hier bei uns an einem Gewässer angeln. Du kriegst da und da, bekommst du die Karten. Und was mich noch mehr erstaunt hat, war, wie viele geschrieben haben, ey, ich habe meinen eigenen See. Krass. Oder wir haben hier mit ein paar Mann so eine Pachtgemeinschaft. Genau, eine Pachtgemeinschaft, ja. Und haben ein eigenes Gewässer. Ja. 4 Hektar, 6 Hektar. Fische, boah, ungefähr die und die Dichte. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr vorbeikommen. Wir würden uns freuen. Ich will das Geilste. Das Geilste, was mir halt einer geschrieben hat, war, dass er einfach sagte, ey, ganz ehrlich, ich als Nutzer, ich schaue diese Videos und freue mich über diesen Content. Okay. Und ich bin ja froh, dass jemand so bemüht ist, um Content zu kreieren. Also wenn ich diese Möglichkeit habe, da irgendwie einen Teil dazu beizutragen, mache ich das natürlich gerne. Ja, also wenn ihr wollt, hier ist mein See, könnt ihr vorbeikommen. Weißt du, was das Problem auch, glaube ich, ist? Dass wir bekannteren Angler, ich sag mal, zähle ich uns jetzt mal dazu, ne, dass wir auch in so, wie sagt der Maurice immer, in so einer Bubble leben, um diese Maurice-Anglizismen, die er so gerne benutzt, zu benutzen. Weißt du, wir sind so unter uns und wir kennen halt irgendwie so die Szenegewässer und da angeln wir und hin und her, aber so, sag mal, ja, ich will jetzt nicht Otto Normal, ist so bescheuert, aber diese, ja, ich diese, weiß, diese, weißt du, vielleicht diese normalen Gewässer, weißt du, wo du normal angelst, weißt du, wo auch vielleicht ein 50er drin ist, aber halt nicht 10-50er oder 30 Kilo Fische oder was weiß ich, was halt so ein krasses Szenegewässer ausmacht. Nein, ich habe sie nicht geschätzt, ich habe das nur von anderen gehört, die Gewichte, die Arschlöcher. Aber dass wir halt, weißt du, so unter uns sind, aber sag mal, halt ganz, ganz viele gar nicht kennen, die ganz, ganz anders angeln und das ganz, ganz anders sehen, ne? Weil du kriegst ja auch immer nur das mit, was dir zugetragen wird, ne? Weil alles, was dahinter ist, ist ja nur ein Bruchteil von dem. Ja, ne? Das stimmt wohl. Aber was ich halt wieder interessant finde, was der Marian halt eben gesagt hat, dass, wo ich gesagt habe, auch, was machst du? Die Leute wollen Content, du kannst nicht immer in denselben See fahren.
wer A sagt, muss auch B sagen. Also jetzt gar nicht falsch verstehen, nicht so sagen nach dem Motto, wenn du was sehen willst, musst du auch dein Gewässer opfern oder so. Das kann ja jeder für sich selbst wissen. Aber ich finde es halt schön oder cool, dass man dann doch noch so viel Zuspruch bekommt. Voll. Weil die Leute sagen, kommt ja, klar, komm. Oft kommt ja dann auch, ich meine, die Leute feiern das Video, trotzdem kommt hintenrum wieder so ein bisschen Hate von irgendwelchen Leuten. Und ich denke halt auch, wie der Peter schon eben gesagt hat, über die Masse an Videos, das verläuft sich auch irgendwann ein bisschen. Weil du kannst ja auch nicht überall hinfahren. So, ne? Ich kenne ja auch Gewässer, die in Videos drin waren. Die Leute kommen gucken, schauen sich ein bisschen um, merken, oh Gott, hier ist die Autobahn über meinem Kopf, da ist laut, da ist Müll, da sind irgendwelche ekligen Leute. Also es ist ja auch nicht überall Friede, Freude, Eierkuchen, wo du hinfährst. Dann kommen die da hin, gucken und dann sind die aber auch nie wieder, ne? Ja, ja. Dann sind die weg. Das ist wirklich oft so gewesen. Dann sind die weg. Und man muss einfach ehrlich sagen. Da rennt gerade so ein Mädchen dahinterher. Das ist in Ordnung, die ist ja selber ein Mädchen. Ida, komm, bring sie hierher. Komm, bring. Man muss halt einfach dazu sagen, so, ich glaube. Potenzielles Kapikätzchen. Ja, ja. Sitz. Die reinen Konsumenten solcher Filme, die können sich einfach nicht vorstellen, wie oft es von den ganzen Videos, die wahrscheinlich jeder schon gesehen hat, wie oft es danach Ärger gab. Und nicht zu knapp. Ja. Nicht zu knapp. Und das war nicht mal absichtlich oder aus purer Stumpfheit einfach hinweggeguckt, sondern einfach, dann erkundigst du dich vorher und tust und machst und sprichst es ab und sagst, hey, es muss so und ich will das so nicht und ich will auch so nicht in der Öffentlichkeit dargestellt werden. Und trotzdem geht irgendwas schief. Ja klar, und ich meine, das ist ja, ne, ich mein, wir müssen ja keine Namen nennen, aber dann werden anhand von Drohnenaufnahmen in dem Video, ja, werden die Gewässer wiedererkannt und es werden Anzeigen gestellt, weil halt offensichtlich Fische zurückgesetzt wurden und und. Ja, wow. Soll ich die Keule rausholen? Ja, klar, soll ich, Marian, soll ich sie rausholen? Hol ihn raus. Also rote, Nils Oetjen hat mich ja auch schon zitiert, ne? Also fand ich auch geil. Ey. Wir müssen halt einfach mehr zusammenhalten. Was bringt das denn, uns selbst gegenseitig ins Bein zu schießen, weißt du, wenn schon andere machen? Ja, Mann. Ne? Also an all die Leute, die da so rumsnitschen, reißt euch einfach mal zusammen, ey. Also, ne? Entspannt euch. Entspannt euch doch mal. Sitzt mal zusammen, trinkt genau, mal ein Helles und ein Kellerbier. Oder hier so einen schönen Teelikör. Ja. So, also so. An dieser Stelle haben wir das Thema uns ab. Wir stoßen nochmal. Ich würde sagen, wir haken das ab. Jetzt pass mal auf. Jetzt will ich noch eine Sache sagen, weil jetzt ist, glaube ich, auch der Zeitpunkt gekommen, wo eines unserer süßen Kapikätzchen sich nochmal bei den Leuten für die Pakete bedankt, würde ich sagen. Ja, und danach muss ich auch nochmal sagen, was es noch zu gewinnen gibt für die nächste Hörerfrage. Ja. Aber lass mal das, der Kapikätzchen. Mein Gott, das Landbier hat mir einfach die Zunge verknotet. Dem Kapikätzchen jetzt mal hier die Bühne. Ja. Unfassbar, was ihr den Kapi-Jungs für eine Freude mit euren Paketen gemacht habt. Ich möchte mich an dieser Stelle auch im Namen aller anderen Kapi-Kätzchen bei euch bedanken. Denn wenn die Jungs glücklich sind, sind wir es umso mehr. Also, nochmals ein großer Dank an Florian Gerblinger, Familie Baumann, Christian Steinbuch, Philipp Magenheimer, Markus Walter, Jan-Martin Krock, Steffen Klapper, Raimund Lürs und Hugo Bengsch. Ihr seid die Besten! All den tausenden Hörern, danke für eure Treue, danke für das Feedback und die lustigen Bilder, die ihr uns immer zusendet. Und nun geht das Mikrofon wieder an die Kapitäne. Eine kurze, unangekündigte Pause haben wir gemacht. Aber ich denke mal, die Zuhörer verzeihen uns das. Aber der sexy Stimme. Meiner? Nee, vom Kapikätzchen. Ah, Kapikätzchen, achso. Du bist nur am Lallen, Junge. Meine. Sagen, ich bin ja schon völlig scheiße. Der Schwedes hat schon schön den Helm lackiert, ey. Die Kappe sagt alles. Von die Fichte gebaut. Aber wir haben ja noch eine Sache, die haben wir ganz vergessen. Das Gewinnspiel für die nächste Hörerfrage. Oh ja. Da hat die Angelzentrale Herr Rieden mal richtig einen rausgehauen. Für die nächste Hörerfrage gibt es einen Solar Tackle P1 Bowlog Kescher in 42 Zoll. Also das ist ja dieser legendäre Kescher mit diesem legendären Klickverschluss. Ja. Also ist das also ja. Ein gutes Ding Produkt. Schon, ne? Ja. Gut, auf jeden Fall. Nee, also ja, von Grund auf. Also ich kenne den. Ich kenne den. Von Martin Locker aus ein gutes Produkt. Ja. Nein, ja, also an der Stelle, also für die nächste Hörerfrage nochmal Angelzentrale Herr Rieden. Auch danke dafür mal an der Stelle. Vielen Dank an den Robin, der das hier auch gespendet hat. Ein Solar Tackle P1 Bowlog Landing Net in 42 Zoll. Marians Hund rennt zur Grillparty. Ja, ja. Echt? Ja, wieder rennt zum Grill. Okay. Also, damit wären wir jetzt auch, Jungs, wir wären am Ende. Ja. Folge 10. Ganz schön lange. Wir sind weit über 2 Stunden. Oh wei, oh wei. Weit über 2 Stunden. Wahnsinn. Ja. Ich würde sagen, jetzt machen wir es kurz und schmerzlos.
wir müssen uns jetzt wirklich nochmal bei allen bedanken. Alle, die auch bei uns werben, will ich auch mal an der Stelle sagen. Ja. Also vielen Dank für das Vertrauen, was ihr jetzt 10 Folgen in uns gehabt habt. Bei null angefangen. Bei null angefangen. Ihr wusstet nicht, was da draus wird. Ja. Ich hoffe, wir machen das auch alles zu eurer Zufriedenheit. An alle Zuhörer, an alle, wirklich alle, alle, die angeln, alle, die nicht angeln, einfach die Spaß daran haben. Wir feiern euch. Und da muss ich auch noch mal kurz sagen, ihr solltet alle mal... Ihr solltet alle mal mehr trinken. Also wenn ich mir unsere... wir sind jetzt ja nicht so like-geile Trottel, aber also wenn ich unsere Hörerzahlen sehe, dann ist ja bei Instagram noch Luft nach oben. Ne? Ja, das sind ja vielleicht 10% oder so. Ja, nicht ganz, aber es sind auf jeden Fall weitaus mehr Leute, die uns hören, die uns auf Instagram folgen. Tut euch selbst den Gefallen und folgt uns da, weil selbst diese Instagram-Seite ist pures Entertainment. Diese ganzen Memes, dieses ganze Movement, selbst über die Kommentare von den Leuten muss ich manchmal so lachen. Unfassbar. Es ist so, also so eine Humorebene. Ich will jetzt nicht sagen, die ich den Leuten nicht zugetraut hätte, aber die mich ein bisschen überrascht und auch irgendwie auch einfach... Auch in der Menge, also in der, ja, Fülle, in der total Bandbreite geil, auch, ne? Dass die Leute das einfach genauso fühlen und feiern wie wir und dass man doch merkt, dass so viele Leute auf einem ganz coolen Level sind. Super. Ja, einfach nur danke. Ist so. Ja, ist geil. So. Einfach nur danke. Und eins sei auch noch gesagt, da kommt noch einiges, also wir sind eigentlich, das hier ist ja nur der Anfang. Da kommt ja noch, also ich will jetzt nicht so weit vorausgreifen, aber glaubt uns... Haben noch ein paar Bier vor uns. Wir werden auf jeden Fall alle, also wir drei hier, mit euch zusammen noch viel Spaß haben. Auf jeden Fall. Also so lassen wir es mal stehen. Genau, ohne zu weit vorausgreifen zu wollen. Für die eine oder andere Aktion hat Corona uns auch einen Strich durch die Rechnung gemacht, aber wir werden noch alles zusammen noch Großes erleben. Und ich möchte mich an der Stelle auch nochmal bei Mark Pitchers bedanken. Pitchers, also wer ihn nicht kennt, Mark Pitchers ist, ich glaube, einer der Top 3 Angler aus England, angelt für Fox. Und der hat uns ja ganz am Anfang diese Glückwünsche zur 10. Folge eingesprochen. Er hat ja gesagt, dass er durch unseren Podcast auch ein bisschen Deutsch lernt. Er ist ja Engländer, ne? Ja. Aber wird ja mit einer, oder ist ja mit einer Deutschen zusammen, mit der Judith Blenz. Genau. Wer sie kennt. Bald wird auch geheiratet. Ja, haben ja, gehört. Ja, ja. Ich glaube, wir haben auch die hat auch gesagt, auf der Hochzeit gibt es einen Kapi-Tisch. Also wir sind alle wir sind eingeladen. Haben einen Vielleicht Tisch. Können wir ja mal ein Live-Video davon machen. Ja. Und ich muss an der Stelle auch ganz kurz sagen, dass Mark Pitchers, ich feiere halt diese Challenge-Videos, die der macht. So, ne? Wo die Leute dem so sagen können, hier fang mal so und so viele Fische an der Oberfläche. Oder wo jedes Mal quasi eine Frage oder eine Herausforderung gestellt bekommt und angelt das dann vor der Kamera runter. Das sind mega Videos. Und ich habe mit dem Typen in Wallau echt ein Foto gemacht. Fanboy-Moment. No joke. Guck mal, wie er grinst. Ja, ey, ich feiere. Also wir machen auch gleich noch eine Challenge. Wir machen jetzt noch das ganze Bier weg. Ja. Ich will nur also, sagen, ich feiere das. Und normalerweise, wenn Leute, mit denen ich ein Bild mache, irgendwie... Hachi, Gott hab ihn selig, geht nicht mehr. Maddox oder Nash. Du kannst doch mit mir gleich ein Bild machen. Naja, ja, mit der Kappe, Alter. Peter, da bist du mir nicht fame genug für. Nee, ich wollte nur sagen, das ist wirklich ein cooler Dude. Und super. Das Wichtigste an der Sache ist, was wir jetzt auch... Das ist halt Mr. Carpi. Das ist Mr. Der Carpi. Der hat dieses Wort erfunden. Ja, also das ist Mr. Carpi. Der hat eigentlich Carpi erfunden. Der hat das Wort Carpi erfunden. Und deshalb sind wir sehr froh über diesen netten Shoutout. Geil. Also. So. So, Wir werden den Peter jetzt endgültig mit dem Rosé beerdigen. Wir bereiten jetzt nochmal unser Live-Video vor. Gleich gehen wir noch live. Ich muss mal gucken, ob ich überhaupt hier aus dem Sessel wieder rauskomme. Ich glaube nicht. Da steh mal auf. Ich trinke jetzt noch zum Abschluss einen Schluck Teelikör und dann sind wir jetzt raus. Also, vielen Dank an alle. Danke, ihr seid die Besten. Vielen Dank. Wir lieben euch alle. Super geil. Ciao. Danke fürs Zuhören. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein bei eurem Kapi-Podcast.